Und da sehe ich ein Bild. Und da sehe ich ein Bild. Und da sehe ich ein Bild. Und man hört einen Pokespot, der sich mal wiederholt. Guten Abend, meine Damen und Herren, auf Twitch und auf YouTube. Möchte sich der dritte Herr Arno, möchte der dritte im Bunde seine Zuschauer auch noch begrüßen? Hi. Sehr gut. Dann wird das abgehakt. Ja, wir zocken heute Pokémon Kristall. Ein relativ spontaner Einfall. Wie man im Titel lesen kann und vielleicht auch nachvollziehen kann, wenn man ein bisschen Englisch kann. Wir spielen eine, zu Englisch, Soul Link. Zu dritt. Heißt im Klartext, übt die üblichen Nuzlocke-Regeln. Wir können ja mal alle Regeln vorlesen. Nach dir? Ja, also, ich habe hier ein schickes Regeldokument erstellt, das findet man bei mir im Titel auch noch einfach als Verknüpfung. Und die Regeln sind wie folgt. Lediglich das erste Pokémon auf der jeweiligen Route darf gefangen werden. Lediglich auch dieses ist mit den dementsprechenden Pokémon der anderen Spieler verbunden. Sollte eines der Pokémon sterben, so sterben alle. Also sobald unser Starter tot ist, zum Beispiel jetzt, nehmen wir einfach mal an, Stevens Starter stirbt, dann stirbt auch mein Starter. Und der von Xie. Ein Pokémon gilt als tot, wenn seine KP den Wert von 0 erreichen. Pokémon müssen einen Spitznamen erhalten. Items im Kampf sind strikt verboten. Es dürfen keine doppelten Pokémon gefangen werden. Man darf nicht das Level des stärksten Pokémon der nächsten Arena übertreten. Sollte ein Pokémon sterben, so muss es freigelassen werden. Arenaleiter müssen von allen Spielern zeitgleich bekämpft werden. Die Herausforderung ist gewonnen, sobald Rot von allen Spielern besiegt wurde. Und die Herausforderung ist verloren, sobald einer, ganz wichtig, der Spieler alle Pokémon im Kampf verloren hat. Die 12. Regel, der Arena, auch alle Arena-Trainer müssen besiegt werden. Und die 13. Regel ist, der Kampfmodus muss auf Folge stehen. Ist es Absicht, dass man nichts reinschreiben kann bei den Ja, Daten? Ist Absicht. Ich bin der Einzige, der es bearbeiten kann. Okay. Naja, der erste Name meines Pokémons ist auf jeden Fall Lasagne. Sehen wir dann ja, was es ist. Und ich schreibe nur die Spezies rein. Weil mit den Spitznamen können wir nichts anfangen. Nochmal, um die Levelgrenzen durchzugehen. Arena 1, 9, 2, 15, 3, 20, 4, 25, 5, 30, 6, 35, 7, 31, ja, es geht zurück, und 8, 40. Und dann halt Kanto kümmern wir uns später drum. Gut. Sonst noch was, was wir vorher sagen müssen? Ich denke nicht. Gut, dass du es mit dem Kampfmodus gerade mal explizit erwähnt hast, habe ich noch schnell umgestellt. Gut. Dann würde ich sagen, wollen wir loslegen, oder? Wollen wir loslegen. Ein neues Spiel beginnt. Wir können ja den Starttext vorlesen, wenn ihr wollt. Als einzigen. Ja. Also hast du auf neues Spiel gedrückt? In 3, 2, 1. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge. Ich bin ein Mädchen. Ach, das werde ich vorher gefragt. Ich dachte, ich krieg erst einen Brief. Halt die Fresse. Punkt, 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 Punkt. So viele Punkte, dass der alte Erzähler gestorben ist und man einen neuen einstellen musste. Hm? Was? Du hast mich aufgeweckt. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Wie spät ist es? Ja, also es ist jetzt dort nachts 21 Uhr. Also nachts um 9, gell? Was? Nacht? 9 Uhr? Wie 4 Minuten? Ja, gleich sind wir bei 4 Minuten, würde ich sagen, oder? Mhm. Was mache ich, wenn mir kein Name einfällt? Ist ein Du-Problem. Wow, 4 Minuten. Na, du hast gesagt, Lasagne, also was zu essen. Ja, Nacht. Ja, ich sage nur 9 für später. 4. Kein Wunder, dass es so dunkel ist. Okay, damit hat Stevel unser Namensthema festgelegt. Essen. Hi, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Mir wurde ein E gestohlen. Manche nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Forstelka nennt. Oder nein, die man Pokémon nennt. Oder Pipi. Was ist bei dir, Stevel? Sidraking.
Ah, okay. Nett. Menschen und Pokémon leben zusammen und helfen einander. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus und andere versklaven sie. Leider wissen wir noch nicht alles über Pokémon. Es gibt noch viele Geheimnisse zu lüften. Darum studiere ich Pokémon Tag aus, Tag ein. Wie lautet dein Name? Okay, meinen Namen möchte ich festlegen. Und zwar möchte ich mich nach jemand ganz, ganz tollen benennen. Und zwar benenne ich mich jetzt dann einfach mal nach Yuna. Okay, ich bleib ganz schnell bei meinem Namen. Ja, ich auch. Ich stehe jetzt übrigens vor dem Labor, falls ich zu schnell war, warte ich erstmal. Ja, ich dachte, wir lesen den Text zusammen. Yuna, bist du bereit? Dein eigenes Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Dich erwarten tolle Dinge, aber auch harte Zeiten. Eine Welt voller Träume und aufregender Pokémon-Abenteuer erwartet dich. Mach dich bereit. Ich treffe dich später. Okay, und ab jetzt treffen wir uns dann gleich mal vom Labor. Das heißt, den Dialog mit der Mutter können wir von mir aus überspringen. Ach, Scheibenkleister. Ja. Was denn? Ich habe da noch was vergessen einzugeben. Den Cheat? Jop. Ich auch, ist mir auch gerade fern. Heute ist Freitag. Ja. Haben wir Sommerzeit? Ja. Ich habe ihn eingegeben. Und ich hatte ein paar Grafik-Glitches, weil ich jetzt einen anderen... Hä? Ah, jetzt geht's. Wo hast du das denn eingestellt? Ja. Rechtsklick auf den Emulator, dann Cheats, dann öffnet sich so ein Pop-up, dann laden, dann den Cheat auswählen, auf Enable klicken und dann einfach wieder zurück in den Emulator. Browser-Quelle da haben wir. Cheat, add... Was wir noch für die Leute sagen können, jeder von uns hat 3 Starter-Pokémon gleich zur Auswahl, die alle nicht entwickelte Pokémon sind, die sich noch 2-mal entwickeln können. Also das wird relativ interessant werden, was wir dann bekommen. Nochmal, wie hast du die Datei da eingegeben? Rechtsklick auf den Emulator, dann öffnet sich ja so ein Auswahlmenü. Ja, bin ich jetzt in dem Cheat-Menü. Ja, Cheats. Dann auf Load. Ist rechts oben. Ach, Load. Halt rechts oben bei der unteren Leiste. Ja, Load. Dann hast du da quasi das Sonder.tht. Dann hast du den Cheat ausgewählt, drückst auf Enable ganz unten links. Und dann einfach wieder zurück in den Emulator. Okay. Okay. Dann sollte das jetzt aktiv sein. Ich stehe dann vom Haus des Professors. Ich stehe vom Labor. Ja, also vom Labor. Ja, der Professor hat, glaube ich, nochmal ein extra Haus. Wenn ich mich nicht irre. Gut, dann wollen wir reingehen. Ich muss noch kurz in Dialog durchklicken. Okay. Den Professor können wir ja auch nochmal vorlesen, weil für Leute, die Main Quest nicht kennen. Ah, okay. Ja, das kann man auch mit dieser TV-Box, dieser kleinen machen von Vodafone. Da habe ich zum Beispiel mal Lufia drauf gespielt. So, finde ich cool, dass man das machen kann. Aber das muss halt ein Android sein. Damit das geht, ne? So. Also das Betriebssystem. Smart TVs. Aber auch nicht schlecht. Okay, ich stehe vor dem Labor. Okay, dann alle mal rein, oder? Ja. Mhm. Steve, Xi, Yuna, da bist du ja. Ich muss dich um etwas bitten. Ich führe gerade neue Pokémon-Forschungen durch. Ich habe mich gefragt, ob du mir dabei helfen würdest. Verstehst du, ich schreibe an etwas, das ich bei einer Konferenz vorlegen möchte. Aber da sind noch einige Dinge, die ich nicht ganz verstehe. Darum, ich möchte, dass du ein Pokémon trainierst, das ich vor kurzem gefangen habe. Ja. Darum, ich möchte, dass Danke. Du ein Pokémon trainierst. Du bist mir eine große Hilfe. Wenn ich meine Ergebnisse vorlege, werden wir sicher noch weiter in die Geheimnisse der Pokémon vorstoßen. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, hey, ich habe eine E-Mail. Okay. Hör gut zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Ständig findet er eigenartiges Zeugs und fängt an, darüber zu fantasieren.
Aber jetzt hat er mir eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es sich diesmal um etwas Großes handeln muss. Das klingt zwar faszinierend, aber wir sind derzeit mitten in unseren eigenen Pokémon-Forschungen. Moment, ich hab's. Yuna, du bist zwar erst 10, aber möchtest du vielleicht dich in die Wildnis begeben, sterben und mir dieses Ei holen? Ich möchte, dass du dir eines der Pokémon aus diesen Bällen nimmst und es trainierst. Du wirst der erste Kamerad dieses Pokémons sein. Such dir doch eines aus. Okay, ich stehe vorm ersten Ball. Ich auch. Bei mir ganz links ist Nidoran männlich. Taubsi. Knuffenser. Willst du Feuerriegel, das Feuer-Pokémon? Herr Professor, sicher, dass das ein Feuerriegel ist? Okay, dann gucken wir doch in den mittleren Ball, oder? Ein Pichu. Ein Quapsel. Ein Zubat. Willst du das Kanimani, das Wasser-Pokémon? Herr Nein. Professor, irgendwie, das ist kein Kanimani. Und was befindet sich im letzten Ball? Ein Raupi. Ein Abra. Ein Hubbelupf. Mensch, das ist kein Endivier. Das ist ja nicht mal grün. Also in meinem Fall ist die Wahl, für mich ist die Wahl nicht schwer. Ich nehme Raupi, das entwickelt sich schnell. Puh, ich bin mir da ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Pflanze, Flug oder Pflanze? Es ist ein weibliches. Beziehungsweise Zubat ist Gift, oder? Ja, Zubat ist Gift. Okay, Steve, dein erstes Pokémon war ein Raupi. Ja, mit Namen Lasagne. Ja, Namen trage ich nicht ein, die müsst ihr selbst wissen. Nee, Pichu kann ich mir nicht antun, das stirbt nach einem Tackle. Ich bin dazu gezwungen, Nidoran männlich zu wählen. Pokémon sind ja eh zu... X-Bad war erst ab der dritten Generation, ne? Ach ja. Nee, ab der zweiten. Ab der zweiten. Ja, ja gut. Ja, dann nehme ich Zubat. Okay, Item und so scheint standardmäßig zu sein. Wie bitte? Also es hat das standardmäßige Item, das es beim Anfang trägt. Ja. Und es hat ja die level-typischen Attacken von Raupi. Und ja, aber Attacken sind nicht zufällig. So, meine Nidoran männlich heißt... Wie heißt es? Pö. Vietnamesische Suppe. Der ist Pö. Nein, es wird Pö ausgesprochen in dem Pö, Satz, okay. Ja, ich hab die ganze Zeit verstanden. Ja, ich hab verstanden, dann Pö, dann Pö. Ja, ich hab mal gepostet, falls ihr die anderen beiden auch noch sehen wollt. Oder du, weil ich anscheinend nur einen Zuschauer habe. Einfach, ich nehme einfach das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, auch wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die damit nicht einverstanden sind. Was denn? Krapfen. Was hast du denn genommen? Ich habe das Zubat genommen. Ich denke mal, im Hinblick auf X-Bad ist es dann das Vernünftigste. Weil ja, aber ist die Entwicklung nicht auch zufällig? Nee. Wir sind nicht zufällig. Wir spielen nicht so extrem wie beim Rennen. Okay. Ich habe gehofft, das wäre eine zufällige Entwicklung. Nein, absolut nicht. Welches hast du genommen, Steve? Welches hast du genommen? Raupi. Okay. Naja, ich glaube, das wird schnell sterben. Steve, ich möchte, dass du das mitnimmst. Erhält Trank. Steckt Trank in die alte Tasche. Wir sind nur zu zweit und wir haben viel zu tun. Also ich möchte anmerken, Sonderbonbons zu benutzen ist keine gute Idee für euch, Leute. Weil, wie drücke ich das Ganze jetzt halt aus? Ich weiß es nicht. Level 9 ist das Level Cap. Achso, ich dachte, weil der Sheet irgendwelche Fehler macht. Nein, Level 9 ist das Level Cap. Ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Ich gehe dann schon mal los zu Mr. Pokémon. Einfach durchrennen, ne? Ich würde aber sagen, dass erst ab Erhalt des
Pokédex. Nein, oder so, ne? Nein, die Nuzlocke geht los. Nur das mit den Dings, mit den Pokébällen. Mein ist, Ding. Das Fangen ist erst, ab dem wir Pokébälle haben. Ja. Jo, aber ein Level 3 Greifel, geil. Aber das Ding ist, naja, sobald ein Pokémon stirbt, ist es seltsam halt dann tot. Flüchten darf ich aber, oder? Ja, flüchten dürft ihr. Ein Sandan, Level 3, das kann ich besiegen, ja. Also vor dem Level 3 Keifel habe ich ein bisschen Angst, weil das ist halt eine hohe Entwicklungsstufe, auch wenn es ein niedriges Level hat. Oh Gott. Was denn? Naja, mein erstes Pokémon auf der Route ist ein Botogel. Ein Botogel? Ein Botogel, ja. Naja, oh Gott, nee, ich muss flüchten, das Ding, nee, da habe ich keine Chance gegen. Items sind... Ja, ich habe echt nicht gut zugehört vorhin. Items sind nicht gerandomized, sondern nur... Doch, Items sind komplett gerandomized, aber nicht das Held-Item vom Starter. Ja, weil ich gerade aus diesem Baum da eine Birre gekriegt habe, ganz normal. Was ich mich gerade frage, konnten hier Pokémon überhaupt schon Gegenstände erhalten? Achso, ja, doch, ja. Dein Starter hat ein Item gehalten. Und was ist zum Beispiel mit dem Berserker gehen? Ach, genau, ich mach mal Steam zu, ich brauch das ja nicht mehr. Ich hab ihm die Beere abgenommen. Ja, Items wir können tragen lassen, das geht ja. Okay, die Arena. Ein Azü-Eimerl. Also Gegenstände tragen lassen ist in Ordnung. Ja, Gegenstände tragen lassen ist vollkommen in Ordnung. Oh, ein Hyperheiler. Ich empfehle euch übrigens mal nur so nebenbei, mal jetzt schon zu speichern. Ich würde mich gerade erstmal gerne in meiner Tasche rumbewegen können, aber... Schutzschild, nerv mich nicht. Ist mein Spiel jetzt abgeschmiert? Du musst ins Spiel zurückklicken, falls du rausgeklickt hast. Hab ich nicht. Ich wundere es gerade nur, weswegen man ein paar Meisterbälle hat. Okay, ich glaube, der Cheat funktioniert doch nicht so ganz. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, wenn du zu weit nach rechts gehst in der Tasche, dann wird der Bildschirm weiß. Bei mir ist gerade alles weiß und passiert nichts mehr. Zum Glück habe ich eben gerade gespeichert. Okay, ich suche den anderen Ding raus. Ich habe im Hauptmenü vor Spielstart gespeichert. Nachdem ich meine Einstellung gemacht hatte. Hier den anderen Ding raus mit den Items kaufen, mit den Sonderbonbons kaufen, okay? Geht dann zwar aufs Geld, aber wir können uns ja unendlich Geld oder so geben. Ja, ich habe den Sheet ja schon gespeichert bei mir. Dann könntest du den vielleicht... Ach, ist egal, ich habe ihn eh gleich. Okay. Musst du jetzt alles nochmal spielen, kannst du ja Speed-Up benutzen, wenn du willst. Ja, so viel ist es ja jetzt auch nicht. Also, Add. Sonderstoff. Guten Abend, Security. Security. So, Sekunde, ich schicke die Datei gleich rein, gell? Bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass man so ausspricht, aber okay, Security. Hier kannst du dann jetzt halt einfach bei Dings einfügen, gell? Ja, ich muss jetzt erstmal die ROM wieder laden. Und ebenfalls noch von meiner Seite aus. Einen wunderschönen guten Abend. Bitte nicht aufs Mikro richten. Auf mich? Okay, aber nicht aufs Mikro, ja? Ja, hört sich schon weg. Dann kann ich das ja ausmachen, ja. So. Weil ansonsten hört man die ganze Zeit das mindestens über Discord. Das. Den Ventilator. Das ist nicht so schön, da ist ein Satz 10, ja. Ja. Und irgendwie ist ja genau so schön. Bei mir glitschen gerade ein paar Grafiken rum. Ich werde mal ganz kurz die ROM neu laden, nachdem ich gespeichert habe. Das war anscheinend durch den Supermarkt-Dings. Einfach durch Resetten behebt sich das, oder? Weiß nicht, ich habe den ausgeschaltet. Ja, okay, dann gucken wir einfach mal. Wir aktivieren den einfach, wenn wir ihn brauchen, gell? Ja. Gut, dann. Gut, und den anderen werde ich jetzt löschen. So.
Okay, ich speichere ihn nur noch mal zur Sicherheit. Und ich habe das Rätsel-Ei erhalten. Juhu. So weit bin ich noch nicht. Kann ja okay, noch vom Rivalenkampf warten, wenn ihr möchtet. Okay, ich sehe Meisterball, Beere und Meisterball, aber das Spiel schmiert mir nicht ab. Ja, bei mir hat's ist abgeschmiert, als ich im Menü weiter nach rechts gegangen bin. Ja, ich kann durchs Menü durchgehen, bei mir macht's kein Problem. Okay, ja, ich konnte nicht nach unten gehen mit dem Zeiger, nur nach rechts und links und dann plötzlich wird der Bildschirm weiß und fertig. Ja, ich kann auch nicht nach unten gehen, das waren vorher die Fragezeichen-Items, da steht bei mir jetzt Meisterball und so. Aber jetzt, wo ich den Cheat gelöscht habe und somit auch deaktiviert habe, gibt's keine Probleme mehr. Ja, sobald man den Cheat deaktiviert hat, geht's anscheinend dann tatsächlich, dass die Sonderbonbons dann auch funktionieren. Damit kann man dann ohne Probleme leveln. Also nur einmal aktivieren also, und dann deaktivieren. Einmal aktivieren, deaktivieren und dann geht das Ganze. Ich habe mich damit gerade auf Level 6 hochgebracht. Weil ich einfach vor allem wilden Pokémon wegrenne, damit wir jetzt hier nicht grinden müssen für den Rivalenkampf. Ja, ui, ein Fluffluff. Krabi, Fluffluff, yay. Okay, ich hätte gedacht, wir leveln nur für Arenen. Nee, man kann so auch vor Rivalen kämpfen halt leveln. Halt, ich würde es nicht empfehlen, aber ich gehe halt einfach nur auf Nummer sicher, weil ich weiß, dass mein Rivale ein Ding haben wird. Ich würde sagen, Vorrüstung jedes Mal speichern. Was war mein zweites Ding? Oh, das erste Mal Nidoran, dann hat man Abra. Hallo, was war mein letzter? Sein. Professor Lind sagte, dass du vorbeikommen würdest. Na, ich glaube, die Texte müssen wir jetzt dann nicht jedes Mal vorlesen, oder? Okay, Rätselei. So. Deswegen, ja. Ich skippe auch einfach durch die durch. Ja. Und wie gesagt, ist ja kein Rennen, von daher, man kann ja dann auch nicht hetzen. Aber die Texte, die kennt man ja eigentlich schon. Eben. Ich nicht, aber ja, sie sind mir auch relativ. Ja, also eben. Ich würde sagen, das zieht halt nur unnötig Zeit, dann schaffen wir mehr. Wenn ich bedenke, wie lange das bei Smaragd zum Beispiel gedauert hat. Ja, bei Smaragd war es ja angenehmer, weil da war es nicht miteinander. Ja. Nichts gegen euch, also. Ihr seid eine wunderbare Gesellschaft, aber ihr stinkt. Ja. Du auch. Es ist Sommer. Und ich habe gestern schöne Stunden lang gebadet. Also ich habe mindestens 5 Stunden gebadet. Ich überlege gerade immer noch, was mein zweiter Starter war. Was hatte ich bei mir als zweites nochmal gesagt? Irgendwas ganz Nerviges. Pichu. Ja, okay, wenn es Pichu ist, dann habe ich gar kein Problem. Also ich warte dann vor dem Rivalenkampf auf euch. Ja, ich muss jetzt erstmal hier durchkommen. Rivalenkampf müssen wir da auch auf Level achten, weil das nicht in der Liste steht. Nee, der Rivalenkämpfe nicht. So, gut, dann. Wie nennen wir die Rivalen eigentlich? Also ich wäre ja für McDonald's, KFC und Burger King. Ah, okay, dann Kochlöffel. Nee, passt das aber passt nicht rein. Alles lang. Damals im Rennen hatten wir uns gegenseitig. Das wäre auch eine Methode. Okay, dann nehme ich Pokéspot als Rivalen. Dann nehme ich Wuxi. Dann nehme ich Wuxi. Oder soll ich Iris nehmen? Mir egal, wie du mich nennst, aber Iris passt rein, Pokéspot nicht. Okay, dann nehme ich Iris. Es ist mir egal, aber dem Text fällt nicht. Tja. Wird mir stinken, wenn ich du wäre. Ich weiß auch endlich, wo dieser Satz herkommt. Ich weiß es auch. Ich komm nur gerade nicht. Achso, ja, ja, genau. Drawn Together, ja. Das hat mich wach gezwungen, mal mit ihnen anzugucken. Ich mag die Serie an bestimmten Punkten, an anderen denke ich mir nur, muss das sein. Was? Ja, Drawn Together ist eine Serie mit einem sehr. Ja, kannst du einen mitbringen von der Arbeit morgen. Ja, ein paar Burger von deiner Arbeit, ja. Okay. Mit einem sehr eigenen Humor. Ja, ein Draufhau-Humor eben. Es ist ein Humor, der nichts für dich wäre, Xi. Ich kenne alle Folgen, also. Okay. Der Zug ist abgefahren. Ja.
Aber ja, ganz ehrlich, ja, Captain Hero. Ja, ja, sehr alle, schön. Alle Charaktere. Ja, wobei ich ja am schlimmsten immer noch Xander finde. Ich hab's schon gesehen gehabt. Hey, lass uns doch mal gucken, wie lange es braucht, um bis der Schmerz durch Toots Fettschichten durchkommt. Okay, welches Level hatte der Rivale? 6? 5? 5. Wir warten aber noch auf Xi. Ja, ich werde mal Pokémon noch eine neue Beere geben, weil das alte hat schon verbraucht gegen Tanzer. Ich habe einfach mal dasselbe gemacht wie Pokéspot. Was denn? Oh, scheiße, jetzt mein... Das eine Level aufsteigen, ja, damit man flüchten kann. Jetzt ist bei mir abgeschmiert. Ja, aktivieren und deaktivieren. Dann passiert das nicht. Ach, nett, ich habe auf der Route direkt einen Tyrakrok. Nett. Da ist das Kanimani hingeflüchtet. Botogel und Tyrakrok, ja. Also, wenn ich leveln wollte. Okay, jetzt muss ich nochmal zu Mr. Pokémon hochlaufen. Da war Mr. Pokémon nicht. Okay, jetzt werde ich erstmal speichern, bevor ich ins Menü reingehe, obwohl ich meinen Sheet aus habe. Schade, dass man von Bäumen nicht auch andere Gegenstände erhalten kann. Mhm. Oh, da ist etwas vom TM-Baum gefallen. Also ich habe Gegengift bekommen von einem Baum. Also Gegengiftbeere. Also die Beeren scheinen alle normal zu sein. Ja, warum auch immer. So, wahrscheinlich, weil die Bären nicht als Pokéball-Events zählen. Ich bin jetzt in Rosalia, ist das richtig? Ja, genau, da kommt der Ding. Da nördlich, ne? Nördlich zum Mr. Pokémon, ja. Achso, wo er jetzt als nächstes hin muss, okay. Bitte zuerst nicht beide gleichzeitig. Zuerst musst du zu Mr. Pokémon nach Norden. Und dann, wenn du wieder zurückgehst nach Dings in deine Heimatstadt, dann hast du da dementsprechend den Rivalenkampf. Alles gut, kein Stress, mach mal hin. Ich bin kein schneller Pokémon-Spieler, ich kenne das alles nicht auswendig. Alles gut, das wissen wir ja. Ja, das kennen wir auch bei Pokémon Schwert. Du bist ja immer noch nicht durch. Ja, ich gut. Nicht durchhaben. Da müsste ich aber auch Motivation und Zeit dazu haben. Du hast gefälligst Motivation zu haben! Ich kann sie nicht verübeln, das Spiel ist scheiße. Ich bin nicht Osoma, Steve. Also. Das mit der Anschrei-Motivation ist nicht so. Da bin ich eher die gegenteilige Variante und werd dann... Ja, du bist dann so die Schnecke, die sich dann ihrem Häuschen verkriecht, ne? Das nee, Ding ist... nicht unbedingt, tatsächlich. Ja? Okay. Oh, Eisen. Ich kann ziemlich Eisen! Ausrasten. Wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt mich ernst oder möchte noch schlimmer mich kontrollieren, dann werde ich fuchsteufelswild. Weil ich das nicht ausstehen kann. Bei mir ist so das Ding, wenn ich übelst Motivation für was habe, mir dann auch jemand sagt, du könntest doch den Abwasch machen. Ne? Nein, nein, ich habe gerade eben sämtliche Hoffnung darin verloren. Ja, ich habe auch nicht so Bock drauf, wenn man mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich überhaupt nicht leiden. Dann kriege ich eben noch weniger Bock. Was ich halt auch nicht habe. Kann nicht einkaufen, zum Beispiel. Ja, gut, einkaufen ist für mich eine regelmäßige Sache. Da nehme ich einmal alles mit, was gebraucht wird, und dann passt das. Und bin jetzt auch nicht so verärgert, wenn ich nochmal los muss. Dann ist das halt so. Och, nett. Ach, die guten Pokémon auf der Route hören nicht auf, Porygon 2. Was soll ich denn davon bitte fangen? Nix. Ja, du musst das fangen, was als erstes kommt, wenn du einen Pokéball hast, ne? Ja, eben. Wie sollen wir denn ein Pokémon kriegen, wenn ich solche Dinger auf der Route habe? Naja, wenn ich Glück habe, kriege ich einen Keifel. Keifel ist die Entwicklung, ne? Die letzte. Ja. Oh Junge.
Also, ich hier könnte gerade einen Brutalander gebrauchen. Brutalander? Nee. Okay, also, ich komme irgendwie nicht mehr an meine Biere ran. Oh, ich bin in den Rivalen reingelaufen. Ah, sehr gut, bist schon wieder zurück. Gut, ich muss nochmal den Rivalenkampf alle starten. Also, ich stehe ihm gerade zumindest gegenüber und er hat mich angequatscht. Ja, das ist der Rivalenkampf. Gut, dann. Ab da rein, da. Oh, ich mag die Rivalenmusik. Irgendwo erkenne ich die. Vielleicht das Pokémon. Meine. Er schickt Pichu in den Kampf. Los, fahr! Also, wie gesagt, ist immer noch das Problem mit den Items, ne? Obwohl es deaktiviert ist. Immer noch? Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ist das geil, er hat einen Taubsieb. Ja, der behält den Starter. Es ist nicht Hoblup, es ist Hopspross, hä? Ux. Ja. Ich würde sagen, ich bin hier jetzt schon. Was? Ich glaube, wir können resetten. Warum? Ich bin paralysiert. Ach so. Ah ne, ich trage ja noch meine Beere. Oh Gott, ich mach fast keinen Schaden. Ich wollte meine Beere tragen, aber wenn ich versuche ins Menü zu gehen, dann stößt mir immer ab. Wieso musst du auch Donnerschock haben? So, ich hab verloren. Du hast verloren. Okay, achso, ja, Raupi. Ja, du hättest halt nicht Raupi wählen dürfen. Du musst halt bedenken, was dann dementsprechend die Gegner haben. Aber gut, das heißt, es war der erste Durchlauf. Okay. Selbe Raum nochmal? Oder? Weiß nicht, wollt ihr dieselbe ROM nochmal? Ich würde sagen ja, weil dann halt mein Problem mit meinen Items nicht mehr da ist und ich hätte diesmal dann meine Beere nutzen könnte. Oder andere Items, die ich erhalten habe. Okay, das bedeutet, Iris Run. Eins. Gut, das bedeutet, Also ich wäre sogar so weit zu sagen, dieser Run zählt nicht aufgrund dieser durch den Cheat entstandenen Fehler. Ich trage übrigens auch mal ein, wer wie oft dafür sorgt, dass wir verlieren. Ja gut, Steve hätte den Raupi nicht genommen, wenn er gewusst hätte, dass das mit den Entwicklungen bei uns nicht so ist. Das muss man schon nochmal deutlich sagen. Ja, 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 verstehe. So, gut. Einstellungen dann passen. Ein neues Spiel starten. Yep. Ja, wir kennen das Prozedere ja schon. Ja, wie nenne ich mich denn dieses Mal? So, ich mache Start, Select A und B, um halt zu resetten und dann mache ich neuen Spielstand. Nee, ich glaube, resetten müssen wir nicht, oder? Ich habe den überspeichern. Ja. Neues Spiel reicht ja. Ja. Zumindest wüsste ich nicht, dass da irgendwas bleibt. 32 Minuten. Ja. Ich sage sogar, es sind 33. Ich sage, es ist 8.32 Uhr morgens. Da will dann jemand andere Pokémon haben. Ich muss ganz einfach mal sicher gehen, dass ich meinen scheiß Cheat aushabe, deswegen eine Sekunde bitte. Ja, wenn wir um die Zeit spielen und dann ungefähr 4 Stunden spielen, dann habe ich verschiedene Zeiten durch. Nur halt nachts nicht unbedingt. Habe ich gerade in meinem Gedanken gemerkt. Naja, ist halt so. Ich erinnere mich noch, als wir... Was? Feuerrot und Blattgrün? Dass da auch Tag und Nacht ein was anderes ergeben hat? Feuerrot und Blattgrün hat keine Uhrzeiten. Nee? Wo war es denn dann? Irgendwo hatten wir Smaragd. Das und... Ja? Smaragd, Platin. Hat der Smaragd das System? Ja. Uhrzeit auf jeden Fall, ja. Okay, dann war es ein Smaragd, wo wir dann die ganze Zeit nur die Nacht-Pokémon bekommen haben, außer eine Runde, wo ich gespielt habe und am Nachmittag angefangen habe. Mhm. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob Iris dieses Mal von einem Kleinstein getötet wird.
Also Yuna hat kein Glück gebracht, das ist dann dieses Mal wohl Yuna ist ihres, tot. Ihre Aufgabe. Ja, Yuna ist tot, schön, danke. Ja, Sommerzeit. Ja, diese. Mach. So. So, da oben will ich hin. Ich hab's übrigens auch aus Versehen auf Sonntag gestellt, weil ich durchgeskippt habe. Ha, was soll's. Warte, Steve. Was hast du vor? Wisst ihr, was wir theoretisch auch machen könnten? Was denn? Safe-Stage-Porn-Ding. Wir könnten... Von den Pokémon, ja. Ja, sobald ja, wir unsere Pokémon haben, Safe-Stage setzen... Nein, falls... davor bitte. Okay. Wegen den DVs. Die sind ja immer anders. Okay, dann setze ich jetzt an, wenn ich noch nichts gewählt habe. Ja, bitte. So. Gut. Ich dachte mir nur. Welche Sparte nehmt ihr dieses Mal? Ich nehme weiterhin Zubat. Die anderen beiden sind Pflanzen-Pokémon. Auf lange Sicht gewinne ich mit Zubat. Wie kann man hier ein Safe State machen? Select F3. Wie bitte? F3. F3. Achso. Ja, okay. Und dann quasi auf der 1 speichern. Gut, okay. Danke. Ja, ich bleib bei Nidoran. Ich weiß nicht, ob du dann Quicksave noch machen musst oder so. Ich glaube schon. Ich glaube, bei Select wählst du dann aus, welchen du da willst. Und einmal Quicksave, damit es dann gespeichert ist. Ja. Okay, das okay ja, da, dafür ist jetzt schon zu spät. Wie nenne ich es denn dieses Mal? Okay. Dann wäre das Endivia. Okay, das heißt, wenn ich Quapsle nehme, nimmt er Raupi. So. Wenn ich Taubsi nehme, nimmt er Quapsle. Oder? Nein, Quatsch. Das hier war... Wenn er das nimmt, dann... Doch, das. So. Mein Nidoran männlich heißt Aal. Ja, wenn ich das nehme, nimmt er das. Wenn ich das nehme, nimmt er das. So. Ja. Lass mich gehen. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich Quapsle nehme. Du nimmst Quapsle? Ja. Dann nimmt er auch die. Naja, Quappo kriegt später Elementarhiebe. Ja. Ja. Okay, ja. Ich weiß ja nicht, wie es mit Quack so ist. Achso, ich muss ja jetzt wieder... Okay, da Quapsle so einen Kreisel hat, nenne ich ihn Rahmen. Enable. Disable. So. Ja, habe ich gerade bei mir auch nochmal gemacht. Aber bin ich gerade bei mir auch noch am machen. Sonderbangbang. Was macht ihr? Einen Sonderbonbon nutzen, um das Pokémon um eins aufzuleveln, damit wir leichter fliehen können. Ach so. Hat Pokéspot vorher so gemacht? Hätte ich sonst nicht so gemacht, aber ich richte mich da jetzt mal einfach nach seinem Regelwerk. Naja, es macht keinen Unterschied, ob wir jetzt hier leveln im Endeffekt. Ob wir quasi jetzt hier einfach nur leveln, im Gras und uns bei der Mutter heilen, ohne Probleme. Oder halt nicht, das macht keinen Unterschied. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier leveln könnte. Als Führer Krok und Botogel und Porygon 2. Wie nett, ein Omot. Oh, ja, okay, da könnte ich leveln. Carpador. So, welche Stunde habt ihr? Die 21 Uhr oder was? Ja, genau. Ach du Scheiße! Level 2. Lass mich raten, das kriege ich später. Alter, ich habe einen Giflor. Amoroso. Weißt du, ich nehme Quapsle und das erste, was mir kommt, ist ein Giflor. Klingt nach einem Du-Problem.
Alter. Weißt du, dieser Satz trieft vor Egoismus und Ignoranz. Ja, aber anders ist es doch nicht. Er hat halt Quapputzel genommen. Ja, aber wir leben alle gemeinsam in derselben Welt. Ja, mag sein. Wenn er stirbt, dann sind wir auch tot. Stimmt auch wieder. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber ja, stimmt für diesen Fall sogar noch mehr. Also Steve, wenn du stirbst, bin ich auch tot. Also streng dich an. Und sie stirbt auch. Klingt nach einem Du-Problem. Nee, klingt nach einem Wir-Problem. Es wird nicht besser. Oh Gott. Kingler. Also Xi, bitte, beruhig dich etwas. Ich muss mich nicht beruhigen. Das ist der Zufallsgenerator. Ich bin ruhig, ich bin die Ruhe selbst. Und dann kracht die Bühne zusammen. Apropos X-Bat. Ja. Gerade hat gerade eins als Gegner. Jupp. Danke, Spiel, dass du mir bestätigst, dass es hier existiert. Ja, dann, weißt du, ich krieg einen Keifel, ne, bei Raupi. Und hier mit dem Quapsel kriege ich natürlich einen Giflor. Das Spiel will mich tot sehen. Die wollen uns tot sehen. Ja, Megane, warum auch nicht? Alter, das fängt ja extrem an, oder? Ja, gerade, dass ich noch kein legendäres gefunden habe. Ja, so wie ich damals mit Rayquaza, ja. Ja, ich erinnere mich. Das Rayquaza bei der zweiten Route war es damals. Ja, und dann weiß ich halt noch Osoma. Also das Regieis. Das Gift-Regieis, ja. Das sehr gut war und dich auch sehr weit getragen hat. War das nicht Stahl oder so, oder? Nee, das war Gift. Das weiß ich noch. Okay, Gift mit Metallklaus. Lucario mit Glut. Wer hatte dieses... Ah, was war das? Damirplex? War das Xi? Bitte? Irgendwer hatte, glaube ich, einen Damirplex oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das gewesen bin. Es sei denn, bei mir lief es richtig schlecht. Ja, oder halt... Vielleicht war es Wolf? Es war auf jeden Fall oben rechts eingeblendet im Bild. Und ach, irgendwann, als ich tot war, glaube ich, grau. Ach so. Das war ein Galopper. Ja, das war ein Galopper, das war Rolf, beziehungsweise Margarete war jemand anderes. Margarete war mein zweites Lashoking nach Goemon. Das hieß Goemon, weil der Hut so ein bisschen aussieht wie der von Goemon aus Mystical Ninja und der warf halt mit Münzen, das Pokémon konnte Zahltag, die Rechnung ging für mich auf. Ah, Mist, ich hätte den Bogen Rolf nennen sollen und nicht Manfred. Rolf steht für K.O.-Attacken. Das war mein Ja, hallo, du mit deinem Glück. Ich habe damals noch gefragt, sind K.O.-Attacken in Ordnung? Und dann waren sie in Ordnung und dann hat mein Galopper halt ständig Gegner aufgespießt und in sich öffnende Schluchten geschmissen. So, ich stehe vorm Rivalenkampf. Wie sieht's bei euch aus? Ich laufe gerade noch drauf zu und jetzt steht er vor mir. Ich kämpfe gerade gegen ein wildes Pokémon. Du kämpfst gegen die? Ja. Das macht eh nur einen Igler und ist ein Baby-Pokémon mit also dieses Fluff-Luff. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir schon mal vorne weggehen, Steve, oder warten wir auf Steve? So, besiegt. Ach komm, mit dem ersten offiziellen Trainerkampf können wir noch kurz warten. Wir sind 45 Minuten jetzt dort im Game und wir haben es nicht einmal geschafft, den ersten Rivalen zu besiegen. Willkommen in meinem Normalzustand, was Pokémon-Spiele angeht. So. Wie lange willst du Name für Spirit brauchen, bis die Vollversion draußen ist, gell? Mit DLC? Je nachdem, wie viel ihr da eingebaut habt und wie schwierig das wird, werde ich so lange brauchen, ja? Ja, vielleicht schaffe ich bis dahin 2 oder 3 Durchläufe. Vielleicht. Ja, ich weiß auch nicht. Bei euch ist es in der Demo ja auch so viel besser gelaufen. So, ich bin übrigens jetzt beim Rivalenkampf. Ihr habt euch aber auch nicht geweigert, Dings zu nutzen. So, dann setz mal das Rappi ein. Okay, ja, ich gehe auch in den Kampf. Moment. So, Level 5 gegen Level 5.
Warum? Okay, ja. Los, Aal, wie habt ihr eure Pokémon jetzt eigentlich genannt? Ramen. Navi vor Krapfen. Oh nein. Nein. Du verdammtes Arschloch. Er hat Charme benutzt. Oh. Also ich nutze ja Superschall. Und Blutsauger. Nach Pitu. Aber ich jetzt krittet er mich auch noch. Okay, ich hab ihn auch gekrittet. Ich hab die größte Herausforderung, ich hab hier immer einen Hopfspross mit Platscher, ja? Ja, ist in Ordnung, Zieh. So, du hast mal wieder eine... Und jetzt paralysiert der mich noch. Wenigstens keine Fullpara. Danke sehr, Lindner. So, Level 6 erreicht. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Naja, ich biete jedenfalls keine Farbewesen an. Entschuldigung, O Odin. O Re, O Thor. Ich mach mal. Also ich hab nicht mal meine Beere verbraucht. Schön für dich. Ein Du-Problem. Nein, ein hast du gut gemacht. Ja, aber es ist ein Du-Problem, weil nur du ein Problem damit hast. Ich hab kein Problem damit. Ich auch eine Beere. Ich glaube, mir gehen gleich meine AP aus. Wirklich? Ja, mein Gegenüber hat sich gerade nochmal geheilt. Oh, und ich mache halt fast keinen Schaden. Ja, mein Gegner hat Synthese. Jetzt bräuchte ich noch ein Feuer-Pokémon. Dann bringt die Holzkohle was. Okay, ich muss... Oh, nicht schon wieder Giflor. Taktisch vorgehen, sonst wird das nix. Ich will nicht gegen Giflor kämpfen. Ich habe meinen Rivalen Xie genannt, gell? Aha. Ja, ich muss meinen dann Steve nennen, demnach. Hier, das Arschloch Xie hat das geklaut. Ach komm, lass die Synthese. Das Arschloch Iris hat's geklaut. Wieso bist du nicht mehr verwirrt? Jetzt bist du's wieder. Hast du... Welche Haarfarbe hast du, Pokémon? Aktuell rot. Na, das passt ja. Ja, hab ich auch. Ja, und ich werde langsam grau, immer mehr. Kommt bei mir bestimmt auch bald. So. Iris, Sohn von Giovanni. Oh. Tochter, wenn ich bitten darf. Nee, du bist ja männlich. Dein Kanal heißt die Iris Place, also bist du Iris. Ja. Okay, ich glaube, ich habe jetzt Pokebälle, oder? Mal gucken. Und mir wäre neu, dass du dich weiblich definierst. Hm? Nein, ich habe noch keine Pokebälle. Ich hänge noch im Rivalenkampf. Jetzt hat sich's endlich selber besiegt, danke. Okay, ich habe keine Bälle. Eigentlich sollte doch Bälle haben. Das war anspruchsvoller, als ich erwartet hatte. Moment. Doch, Pokédex habe ich. Wieso habe ich keine Pokébälle? Ich frage mich jetzt auch gerade, wir haben irgendwie noch keine Bälle bekommen. Wir haben einen Lindner gehört, als wir nach dem rechten sahen, werden ein Pokémon geschont. Ah ja, stimmt, wir müssen denen noch das Rätselei abgeben. Ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, ich habe das. Ihr habt den Rivalen jetzt besiegt. Wo muss ich jetzt hin? Wieder zurück zum Professor Lind. Professor Linden, ja. Ja, das Ei abgeben. Ja. Und dann bekommst du die Bälle. Ja, Champ werden, bla. Warum sagt uns... Ich hab mich grad echt gewundert. Wie bitte? Warum sagt unser Rival... Okay. Ja, warum... Steve zuerst. Ja, ich hab irgendwie gedacht, dass man die Bälle automatisch kriegt, aber ich hab vergessen, dass ich das Ei noch nicht abgegeben habe. Weil ich den Text so übersprungen habe, aber ich den Pizzi kriegt. Man kann das Fang-Tutorial überspringen. Bestes Pokémon-Spiel. Ja. Und was bekomme ich im hohen Gras? Ich will es ganz am Ende rausfinden, weil ich sonst Angst habe, dass ich sterbe. Bitte, ich will den Encounter so weit wie es geht nach hinten rauszögern. Danke. Ja, das einzige Pokémon-Spiel, das das Tutorial nicht aufzwingt, ne? Oh, scheiße, da ist mein Encounter. Und was bekomme ich? Ich bekomme ein Omot.
Was so. Kriege ich? Ein Keifel. Bin ziemlich giftig heute unterwegs. Aber hey, wenigstens kriege ich einen Kampfpanzer. Das All-Terrain Vehicle. So, von wem kriege ich jetzt die Pokebälle? Von Lindner. Den musst du wieder ansprechen. Passt bitte darauf auf, dass ihr Pokémon vielleicht nicht unbedingt in den kritischen Bereich bringt, wo ein kritischer Treffer die töten könnte, wenn ihr sie fangen wollt. Warum? Denn ich habe mein Omat gefangen. Nein! Achso. Mann. Ich muss jetzt mal gucken, was ich denn potenziell fangen soll. Aktuell. Ich glaube, das wird nichts mit dem Fangen. Wie bitte? Aua. Ich glaube, das Kaifi krieg ich nicht gefangen wegen der Fangrate. Warum? Die Fangrate ist relativ okay. Naja, es ist ja schon zweimal aus dem Ball ausgebrochen. Wie viele Pokébälle kriegt man? Fünf haben wir. Fünf. Fünf. Das wird nie und nimmer was. Was hast du denn? Bis jetzt noch nix, aber fünf Pokébälle ist nix. Ja, dann geh doch erstmal nach Rosalia City und hoff, dass kein Pokémon kommt. Hä? Ich hab das... Also entweder ich versuche nochmal den letzten Fangversuch oder flüchte. Und eventuell werde ich besiegt, wenn ich es jetzt versuche zu fangen. Das ist gut. Hast du das mitgekriegt, Pokespot? Ja, habe ich. Also entweder ich kriege kein Pokémon oder ich sterbe. Wir uns alle damit keins. Oder ich versuche es und wenn es schief geht, werde ich eventuell besiegt. Weil es ist mein letzter Ball. Scheiße. Musst du wissen, du hast schon 4 Bälle investiert. Ich versuch's. So, dann gehe ich mal durchs Gras. Und... Scheiße! Okay. Hat sich offensichtlich hier erledigt. Okay, ich flüchte. Okay. Tyrakrok hätte ich hier nicht gefangen bekommen. Eieieiei. Mit 1 KP überlebt. Dann geh bitte erstmal zurück. Ja, ich gehe erstmal zu Professor Lind und teile mich dort. Okay. Sorry, Omat. Weil du meine gute Stio wird jetzt meine Mutter. Meine gute Stew wird jetzt freigelassen. So, okay. Also ich habe jetzt die Pokebälle bekommen. Muss ich jetzt wieder hin nach Rosalia? Ja, genau. Dann müssen wir da dann weiter. Bin ich gerade nochmal... Okay, bis Mann, Rosalia brauche ich bis Rosalia jetzt auch nicht nach Pokémon schauen? Ist ja eh nur eine Route, glaube ich. Ade, Omat. Route 29. Okay, wir können uns dann jetzt allerdings noch auf Route 46 ein Pokémon holen. Ach, du hast ein männliches Nidoran, naja. Hab ich vergessen. Ja, ist das Problem, wenn man die Fangraten normal lässt. Manche Pokémon sind halt richtig schwierig zu fangen. Ja. Kauf mir jetzt erstmal 10 Bälle. Ja, mach ruhig Ausdauer, Keifel. So, erstmal ein paar Pokebälle, einfach zur Sicherheit. Und ich gehe dann schon mal auf Route 46, gell? Weil wir können uns dann noch ein Pokémon fangen. Das ist bei Route 29 den einen Gang da nach oben. Wo da eine etwas dickere her steht. Ach so, da... Oh, Hypnose könnte nützlich sein beim Fangen. Da ist noch eine... Kacke. Dann gehe ich mal da zu dieser anderen Route. Ja, das ist Route 46. Da können wir uns hier unten im Gras was fangen. Ja, mal gucken, ob wir das können. Ah, ein Golbat. Nett.
Nee, Encounter ist weg. Okay. Was? Zubat. Wobei, technisch gesehen, mir fällt gerade auf, das sind so viele Encounter, dann könnten wir gar nicht auf jeder Route tatsächlich was fangen, weil das dann immer doppelt werden würde nach einer Weile. Wollen wir es einfach so machen, dass quasi jetzt dann jeder für seinen eigenen keine doppelten fangen darf? Ja. Fokuspot, wir haben da unterschiedliche Raums. Eben, deswegen ja auch. Dann probiere ich jetzt hier irgendwie ein Golbat zu fangen. Achso, du bist noch in dem Kampf drin. Aufladen. Ja, ich fang's ja gerade. Ich bin natürlich noch nicht geflüchtet. Ja, ich dachte, der wäre weg. Nee, deswegen, ich war ja kurz, weil, ja, ich mir dachte, okay, du hast schon einen Zubat, scheiße, Dupes Claws. Also, okay. Nee, das würde ja, wenn, dann auch nur in dem Trio gelten, oder? Ja, ich glaube, fürs Trio an sich können wir es gelten lassen. Ansonsten, nee. Okay, jetzt habe ich wieder erstmal Pokebälle. Aber dazu kam es erstaunlich schnell. Route 30. Aha. Junge, bitte, Aal, du musst den weiter angreifen, danke. Ich bin froh, dass ich Hypnose habe. Nee, nicht auf Route 30, geh doch erstmal auf Route 46, damit wir die Pokémon benutzen können. Ja, ich bin zurückgegangen, ich habe gemerkt, Route 30 hast du erst nach Rosa die erste Idee. So. Ah. Also die erste... Hab'n Golbat. Okay, ich muss mal auf die Karte gucken, sonst habe ich hier keinen Überblick. Wo habe ich die Karte? Jetzt bin ich gespannt, was es hier gibt. Vorgekommen wahrscheinlich. Habe ich noch keine Karte. Oh! Wieso kriege ich die voll entwickelten Dinger? Oh. So, also... Wird doch nie immer was. Was hast du denn? Lasho King. So, 46 war das Golbat, ne? Ja. Okay. Ein Dodo. Warte, Lacho King. Ja. Noch ein Wasser-Pokémon. Und ich hab noch ein Gift. Was habt ihr nicht? Und das Wasser oder Psycho? Lacho King ist Wasser und Psycho, oder? Ja, ich meine schon. Gab's hier schon Doppeltypen? Ja, natürlich, seit Generation 1. Was? Ja. Ich dachte, Doppeltypen sind erst mit der dritten gekommen. Nein, da kam die Fähigkeit mit der dritten. Ha. Okay. Gut, wie sieht's aus? Kriegst du das Lasho King? Keine Ahnung. Ich schwäche es noch ein bisschen. Es erhöht ja ständig deinen Angriff und Verteidigung. Aber scheinbar nicht deine Spezialverteidigung, das ist gut. Natürlich machst du einen kritischen, was auch sonst. Okay, Rotter war bei dir aufgetaucht, sie? Ein Dodo, aber Dodo. Ich mache halt fast keinen Schaden mit meinen Attacken. Oh, Hypnose. Gut, er schläft. Ich muss gerade mit Verwirrung arbeiten. Hi, Maxi. Maxi, Schatzi. Wow. Selbst dann macht es nicht viel Schaden an sich selber. Ilk. Okay, insgesamt 16 Bälle, erster Wurf. Ja, wenigstens in den gelben Bereich muss ich springen. Und geflüchtet. Ach so. Geflüchtet. Aus dem Ball. Okay. Entschuldigung. Ein Du-Problem. So, ich probier's mal. Vielleicht kriege ich's ja jetzt schon. Hat wieder den Ball verlassen. Na komm schon, Dodo, du willst doch mitkommen. Offensichtlich nicht. Natürlich bist du aufgewacht. Was auch sonst. Hä? Moment. Hä? Das hat doch gerade. Warum zeigt das jetzt keine Wirkung? Warum hat Superschall jetzt plötzlich keine Wirkung mehr? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich leichte Fangchancen gemacht damals. Aber hast du es gefangen, Siebe? Noch nicht. Es kommt ständig erstmal raus. Und es ist schon wieder wach. Komm schon. Ah, Dodo ist gefangen worden. So, nochmal Hypnose. War das nicht ohne ein zweites O?
Ist doch auch egal, wir wissen einfach, welche Spezies es ist und damit ist gut. Ich kaufe mir lieber nochmal 3 Pokebälle. Und wieder entkommen aus dem Ball. Jetzt habe ich noch 11. Nächster Versuch. Also ich sehe schon kommen, wir kriegen keine Pokémon mehr, wenn das ständig nur entwickelte sind. Und ist schon wieder aufgewacht. Oh, es kann doch angreifen. So, gut. Wie hast du es genannt? Spaghetti. Spaghetti? Mhm. Gut zu wissen. Mein Golbat heißt Suppe. Passt ja. Hier hätte ich noch einen Tauros haben können. Tja. Eieiei. Ja gut, die Auswahl an Pokémon ist jetzt nicht so riesig in der zweiten Generation. Vergleichsweise. Toll, Lashoking wurde gefangen. Ein weibliches Lashoking. Lashoking. Du hast es gefangen. Ja. Ja, das zweite Pokémon. Wir haben ein neues Trio, Leute. Schön. Leute, wir haben es geschafft. Das Spiel ist durchgespielt. Quasi. Gucken wir nochmal, wie es im nächsten Ding aussehen wird. Ich gehe auf Route 30. Dodo-Länder, auch später eine meiner Lieblingsattacken. Ich nenne ein Azü-Merl. Azü? Miso-Suppe. Azü-Merl. Ein Azü-Merl, die Frankreich. So. Ich hätte gerne einen Lillet aus die Frankreich. Das wird schwierig. Was denn? Kingler. Kingler. Ja. Mann, nee. Oh. Aber auch wieder ein Wasser-Pokémon, gell? Wie bei mir gerade. Das macht sich wieder akzeptablen Schaden an sich selber. Aber es ist schon klar, wie dieses Pokémon heißen wird, wenn ich es gefangen krieg. Wie denn? Burger. Warum Burger? Burger Kingler. Aha, das ist gut. Krabbenburger wird lang, wa? Ja, aber böse. Krabbenburger hat ja das Kingler im Namen, das sollte ja ein Wortwitz werden. So, okay, Kingler, jetzt ist gut. Brauchst du nicht mehr selber hauen. Komm mit. Bitte. Also, ich sag's mal so, meine Suppe muss jetzt gerade gut tanken. Das Azumarill ist böse. Ja, was hat Psycho? Psycho? Echt? Lasho gegen Wasserpsycho. Achso, ich dachte Azumarill. Nee, Azumarill wird später Wasserfee. Nicht in dieser Generation. Ja, aber später. Sieht ganz schlecht aus, gerade bei mir, um ehrlich zu sein. Also ich hab meinen Kingler. Schön, ich hab jetzt noch 10 Pokebälle und mein Azumarill ist immer noch nicht drin. Ich nehm's zurück, mein Azumarill ist drin. Wie wird das, Steve? Ich hab jetzt nur noch 8 Bälle. Oh, da ist schon eins. 2 Schritte und da war schon ein Kadabra. Das ist... Wirf sofort Bälle, das kann auch Teleport. Oh Gott. Aber mein Azumarill, wie es heißt, ist doch sowas von klar. Ü? Ü-Ei? Ja. Ja. Und? Tatsächlich. Und? Es freut mich an. Was macht es? Konfusion. Eieiei, was für ein Anfang. Okay, Hypnose hat funktioniert, es schläft. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann ich auf jeden Fall angreifen. Na, pass auf, hat relativ geringe physische Verteidigung. Das ist ja ein Spezialangriff. Oh, ja. Ich hab da die Initiative gesenkt. So, Xie hat einen Kingler, ich hab ein Ü-Ei.
Und du kriegst ein Kadabra. Ein Azü ein? Fliehkraft? Was war das? Genauigkeit sinkt. Ach, scheiße. So, da du gesagt hast, Training fällt eh flach, kann ich dir ja jetzt schon steigern, ne? Ja, genau, ich empfehle ab vorher zu speichern. Okay, Kadabra steht wieder. Ja, dann erhöhe ich die auch mal beide auf Level 6. Ja, mache ich gerade auch bei mir. Halt mit UI, super, habe ich schon. Nein, verdammt, ich dachte, jetzt klappt's. Oh, okay, nächster Versuch. Ich habe das Gefühl, das kann kein Teleport. Soll ich mal nachgucken? Ja. Kadabra. Generation 2 Pokémon Kristall. Level 1 Teleport, Zielkraft, Konfusion. Es hat Konfusion, Zielkraft eingesetzt. Teleport hat wohl keine Lust. Sei doch froh. Ja. Ja. Heckel, Einigler, Rutenschlag und Aquaknüpfer. Schick. Oh. Hast du's? Meine Gewürzgurken sind alle. So, nochmal versuchen. Ich hab noch 4 Bälle. 3 weitere. Einfach zwischendurch so ausrasten. Scheiße, oh mein Gott. Endorphine. Oh mein Gott, das ist gestorben. Nein, meine Gewürzgurken sind alle. Evil. Schließt er seine Augen, entstehen auf der Oberfläche seines Körpers doppelt so viele Alpha-Teilchen. Du hast das? Ja. Sehr gut. Wunderbar. Mensch, damit haben wir das nächste Trio. Gut, das ist ein, das ist... ja. Es ist Bolognese. Ich hätte hier auch einen Retter angeben können für mein drittes Gift-Pokémon. Ich mag ja so Bolognese. Soße. Gut, also ich habe 2 Psycho-Pokémon und 2 Wasser-Pokémon. Ich habe ein Wasser, ein Gift und ein Giftflug. Ist schon interessant, ne? Ich habe einmal halt nur Wasser, nur Psycho und dann eins, was beides hat. Aber du bist schon aktuell sehr, sehr mächtig aufgestellt. Ich könnte Zubat und Nidoran Männchen gut erledigen mit Kadabra. So, mein Aal ist dann jetzt auf Level 7. Giftflug, Normalflug und Wasser. Also ich habe schon was gegen eure Starter schon gut in der Hand, wenn ich euer Gegner wäre. Kingler und Azurel. Azumarill. Ja, wegen Azü-Ei. Das hat mich verwirrt. Mein Burger hat Klammer. Das tut weh. Arena. Trainerkampf. Tja, wenn der Burger sich mal zuklappt, tut's weh. Achtung, das ist Youngster Joey. Oh, Omot. So. Ich hab verloren, ich versuche mehr Pokémon zu finden. Wo geht's jetzt weiter? Lass uns campen. Jetzt hat dann quasi bei Route 30, wo wir waren, nach oben gehen und dann links dieses Mal. Oh, okay. Bei mir ist die Höhle dort, ne? Die Duckehöhle. Ja, bei mir ist Botanist Thomas mit einem Tentoxa. Ich muss gerade nochmal hier bei der ersten Route hin. Wassergift. Den Gegenstand. Oh nö. Nee, ach Mann. Ich hasse Verwirrung. Die Grafik von Kingler. Aber manche Grafiken bei Generation 2 sind echt gut, aber manche sind so, meh. Was haltet denn ihr von der Game Boy Color Mod für erste Generation? Ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob das dann in der deutschen ROM funktionieren tut. Warum also, das nicht? Das setzt dann nur Grafiken.
Also Hypnose, gut, dann schläft es. Naja, kommt drauf an, wie gut es kodiert ist, ne? Also es benutzt auch das Kampfsystem von der zweiten Edition. Zweiten Gen. Hast du nicht gesagt Grafik. Bei 3? Ah, es kann Teleport, okay. Das Geile ist, durch Teleport komme ich auch schneller zum Pokémon Center. Ja, das ist für dich unfassbar praktisch. So, Rahmen erreicht Level 8. Kleiner Tipp noch an euch, Leute. Passt immer schön auf, wann die Übergänge zu den nächsten Routen sind. Bei Kate. Ah, wieder verloren, Mist. So, und jetzt muss ich wieder da nach oben. Route 30, ja. So, was kannst du denn für Attacken, Miso-Suppe? Hier geht's noch nicht nach links. Fluch und Deckel. Fluch und Deckel. Okay, machen wir mal Teleport. So. Guten ist Jonathan. Der Jonathan. Allen Ernstes? Youngster Joey hat bei mir ein gottverdammtes Ratzfratz. Gut, ich werde noch mal ein paar Pokébälle fangen, weil ich habe ja gerade Geld verdient. Oh, reicht gar nicht für ein Pokéball. Muss übrigens sagen, ich mache mir Sorgen wegen den Level Caps. Ja, mich auch. Vor allem, wenn man nicht weitere Pokémon gefangen hätte, hätten wir ein Problem, ne? Wegen den erzwungenen Trainerkämpfen. Mhm. Naja, halt nur die. Ja, das ist halt so das Ding. Das größte Problem, das ich halt immer noch sehe, ist, dass die Arena-Trainer alle Pflicht sind. Hm. Ich glaube, da gab's zwei in der ersten Arena. Der erste heißt normalerweise Youngster Joey. Ja. Wurde bei mir zu Rich Kid Chloe. Ja. Nett. Ja. Und dann Relaxo. Bei mir sind alle meine Pokémon jetzt schon auf Level 7. Ich werde jetzt mal... Kalt ist verwirrt. Kalt ist sich selbst verletzt. Abgesehen von dem einen Level, bis zu dem... Mit dem... Mein Gott, das Aufleveln auf Level 6. Erstmal nichts machen, bis ich bei der Arena bin. Wenn ich nicht überlevel. Naja, also die Trainer sind ja Pflicht. Wow. Ja, ein paar Trainer sind Pflicht, aber... Mein Kadabra ist erstmal um 2 Level gestiegen. Das war mir gerade ein bisschen zu viel. Oh, fuck, in dem bin ich aus den reingerannt, in den Käfersammler. Entschuldigung, ist ja kein Käfersammler. Ja. Müssen wir ja im Hinterkopf behalten, das ist ein Cool Trainer Male. Mit einem Glumanda. Darf man aber auch nicht verwechseln. Das nimmt ja einem echt krumm. Ja. Gut, Hopspross, dann klammer ich dich halt tot. Auch in Ordnung. Wenn ich euch noch einen kleinen Tipp geben darf. Ja. An manchen Punkten lohnt sich's wirklich, Dings. An manchen Punkten lohnt es sich wirklich sehr, sehr, sehr doll für uns, noch normal zu leveln. Und zwar, wenn wir am Level Cap sind vor den Arena-Kampf, direkt vorm Leiter, dass wir quasi dann die Pokémon so bringen, dass sie vielleicht nur noch ein Pokémon besiegen müssen, um Level Up zu haben. Wenn sie im Kampf überleveln, ist das ja vollkommen okay. Ach, das meinst du? Hm, ja. Oh, ein Evoli. Ach, ich wusste nicht, dass da ein Trainer kommt. Ja, bist du auch auf den reingefallen? Mhm. Ist der Käfersammler, gell? Wahrscheinlich. Ist das der bei mir Evoli ja. hat? Bei mir ist es Entrepreneur Joe. Ach, da ist er hingegangen. Und er hat einen Xerox, also es ist nicht ganz so abwegig. Bei mir ruft gerade Mama an. Hast du wieder zu viel Geld verdient? Nein, du sollst kein Geld für mich sparen. So, und du lässt es meine Verteidigung zu senken, Evoli, böse. Oh, da ist ein Owei. Ja, er senkt. Aber warte, das hier war noch keine neue Route, gell, dieser Gang da.
Wenn nicht, haben wir uns den Encounter versaut. Aber seid ihr erstmal bereit, dann jetzt gleich in die Dunkelhöhle zu gehen? Ich bin erstmal noch bei dem Trainer hier und hoffe, dass ich es überlebe. Okay. So, ich hab das Evoli besiegt. Ach, da kommt noch eins, ein Bisasam. Oh, nee. Das levelt alles viel zu schnell. Ja. Wer hat denn noch ein Problem mit dem Level Cap, dass das zu hoch ist? Kampftyp. Folge war übrigens auch eine super Idee. Leute, ja, ich glaube, das hier ist Route 31. Ich glaube, wir haben den Encounter auf Route 30 irgendwie falsch gehabt. Halt, den haben wir schon gehabt, aber das war ja das nach oben. Aber ich glaube, wir haben vergessen, Route 31 das zu machen. Ich habe meins besiegt. Das heißt, wir haben jetzt auch keins mehr, ne? Das war ja bei den Ding dort, bei den Trainern, bei den ersten. Da geht's auf Route 31, gell? Ich weiß nicht. Also, das heißt, ich habe noch kein Pokémon getriggert. Na, bei mir hat es auf jeden Fall schon eins getriggert. Also, ja, sorry, ich habe das vergessen. Ja, ab den Encounter sind wir los. Entschuldigung. Vorher sagte noch ganz wichtig darauf achten, wann die Wechsel sind. Ja, ich war da gerade irgendwie zu sehr im Ding vertieft. Aber gut, ich gehe dann mal kurz in die Dunkelhöhle und guck, was ich da bekomme. Geht wirklich nur so in den Anfangsschritten, sonst findet ihr euch da nicht mehr zurecht. Ich brauche erstmal eine Möglichkeit, mich zu heilen. Ja, Finn, geh vielleicht im besten Fall einfach zurück. Zurückgehen? Den ganzen Weg? Ja, es geht doch schnell. Nee. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber meine Gang an relativ adipösen Pokémon wächst. Da ist ein Knuddelluft. Oh Mann, der hat einen Karl. Ach, schon wieder roten Schlag. Aber Knuddeluff ist mächtig. Mein Steuerneid hat wieder den Kontakt verloren. Oh, ich hasse dieses Ding. So, dann etwas. Und ich muss meinen Emulator neu starten, weil der offensichtlich dann nicht mehr weiß, was er zuordnen soll. Moment, mir fällt ein, der... Funktioniert das überhaupt mit dem Emulator? Was? Item-Tracker für Pokémon Kristall oder sowas. Halt für Randomizer. Weiß ich nicht, habe ich nie benutzt. Also den wir für Zelda, Link to the Past und Super Metroid genommen haben und so. Dieses Programm hat auch was für Pokémon Kristall. Ja, aber... Hat es vorher gespeichert, Xi? Ich habe gerade ein Save-State gesetzt. Ah, okay. So. Ich habe einen Knuddelluft gefangen. Oh, Magby. Wie nenne ich den Knuddelluft? Ich glaube, du warst Schoki. Also, ich bin noch nicht wieder beim Heilen, ne? Darfst du trotzdem vorher fangen, oder? Ich werde nicht versuchen, irgendwas zu fangen, wenn meine Pokémon nicht alle voll geheilt sind. Ja, alles gut, das wäre kein Problem. Ich kann mir in der Zeit ja meine Schokolade angucken. Zu stark. Dunja. So, jetzt bin ich bei Mr. Pokémons Haus. Gut, endlich wieder in der Stadt. Ach, meine Mutter ruft an. Hallo, ja, bla, bla, bla. Ah, jetzt bist du an der Stelle. Ups, jetzt habe ich versehentlich gesagt, sie soll sparen. Okay, ich muss nochmal anrufen. Ich habe auch ja gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, ich rufe Geld für dich an und gebe es dann unnötigerweise aus. Ja. Für? Tränke. Ich höre auf, dein Geld zu sparen. So, danke.
Gut, dann habe ich es deaktiviert. Fragt sie einen da immer wieder? Nein, du musst anrufen. Und ja, wenn du anrufst, dann fragt sie nochmal immer wieder. Ja, aber ob sie immer wieder anruft, das meine ich. Ja, wenn sie dir was gekauft hat. Das ist halt so geiles Zeug wie überteuerte Tränke und so weiter. Hart also, am Arbeiten? Was denn? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich sie anrufe und dann kommt einfach der Satz hart am Arbeiten. Okay. Ich level schon mal mein Knuddeluff hoch. Kann sein, dass ich ja gleich freilassen muss. Aber ist nicht Route 31 die nach links geht? Von der Höhle aus? Nee, ich glaube nicht. Ich habe jetzt leider keine Karte, von daher kann ich das nicht sagen. Ich hol mir die Karte. Ich guck's schon mal gerade online. Macht ihr mal weiter. Oh, ein... das ist ein Tornupto. Ja, aber Steve kommt ja gerade dahin. Also bei ihm stellt sich die Frage gerade. Ich mach mich gerade erst wieder auf den Weg rauf. Ich hol mir die Karte. So, das Sekunde, falsch gelaufen. Mich nervt halt irgendwie. Ich guck mal ganz kurz. Wenn da oben jetzt quasi erst so dieses letzte Fitzelchen-Ding ist, Route 31, dann geht das Ganze ja noch. Ja, es kommt halt drauf an, wo exakt die Grenze ist. Ja. Weil wenn ich theoretisch jetzt dort... Lass mich mal ganz kurz gucken. Oh. Ich bin schon mehrfach in Kämpfe geraten, weil mein Charakter einfach keinen Schritt getan hat, sondern sich nur gedreht hat. Nee, da oben ist die Grenze, da war ich schon vorbei. Nee. Sorry, den Encounter habe ich versaut. Gut, einer weniger. Dann brauchen wir uns da schon keine Sorgen mehr machen. Ja, vergesst nicht, in Rosalia City, da können wir uns später noch einen Encounter holen. Ja, im Wasser, ne? Mal mit Geld dafür. Ja, im Wasser. Kartenmodul erhalten. Danke. Okay. So, Dunkelhöhle hast du, ne? Ja, Knuddeluff. So, ich habe jetzt das Kartenmodul Route 30, Route 31. Doch, das ist der obere Fitzel, 31. Ja, und da hat Pokespot was weggehauen, hat er gesagt. Ja, auszusehen. Aber ja, die Dunkelhöhle ist noch relevant. Dann mache ich das jetzt auch mal. War Tornupto eigentlich schon zu diesem Fitzel oder nicht? Ich muss mal nachgucken. So. Wo kriegt man das Kartenmodul eigentlich? Oh, wow. Rosalia von dem alten Mann, der dich dann rumführt. Das ist gut zu wissen. Da muss ich dann nachher auch nochmal hin. Okay, gut. Tornupto gehört schon zu 31. Das heißt, ich habe auch schon 31 getriggert. Scheiße. Bin ich blöd, dass da kein Übergang kommt? Ja. Ja, Einblendung. Wenn man die Stadt verlässt, ne? Ja. Das ist voll dämlich. Ich dachte, das wäre nämlich so. Hab mich darauf verlassen. Ich mich auch. Scheiße. Suppe, das tankst du. Okay, es war Ingrid. Komm schon, Krapfen. Du bist schwach genug dafür. Ja, ich hab geheilt. Ich sollte vielleicht nicht meine Suppe gegen den Reitschuh drin lassen. Ja. Komm schon, Krapfen, du machst nicht viel Schade. Oh. Ach, jetzt wird's mir angezeigt? Ja, wenn du neu auf die Route kommst, gell? Jedes Mal, wenn ich jetzt wechsle, zwischen 30 und 31, zeigt das mir an. Ich glaube, der Anruf hat gestört. Der Anruf hat's versaut. Der hat diese Meldung gestört. Ja, aber es ist ja eh irrelevant. Die Route ist durch. Ja, aber es wird eigentlich angezeigt, wenn du die Route wechselst von 30 zu 31. Ja, das ist ja gut, dass wir das jetzt wissen. Das stimmt schon. Ja, so. Aber halt sowas. Das ist halt scheiße, dass der Anruf diese Meldung dann blockiert hat. Ja. So, wie sieht's denn aus? Dunkelhöhle? Also, ich hab meins in der Dunkelhöhle. Was denn? Ein Pi. Warte, du hast ein Pi. Ja. Und ich hab da einen Knuddeluff gefangen. Ja, Feenhöhle. Ja.
Mal gucken, was ich kriege. Ich bin jetzt gerade in der Dunkelhöhle. Ja, okay, das ist ein Counter. Du kriegst die größte aller. Galoppa. Genau. Wie bist du? Galoppa. Oh, das heißt, jetzt wird's tödlich. Ja. Ja, wenn ich jetzt angreife, besiegelt's wahrscheinlich. Scheiße. Okay, machen wir mal Hypnose. Ah, ich bin reich. Natürlich hast du mich da noch gesehen. Okay, wer ist Schwäche? Ja, ich glaube, das ist Miso-Suppe mit Deckel. Ah, ein Kadabra. Wild. Aber nicht zum Encounter. Ach. Ja, ich wüsste, wer sich jetzt freuen würde. Wer denn? Jemand, der Blitzer mag. Osoma? Nee, mein Bruder. Einer meiner Brüder. Du hast mehrere? Ja. Ja. Meine Eltern wollen sich jetzt einen Hund holen. Es wird großartig. Du ziehst doch bald aus, oder? Ja. Also ist der Hund ein Ersatz für dich, oder was? Wahrscheinlich. Okay, gucken wir mal, ob ich Galoppa fangen kann. Ich will's für dich hoffen. Das wäre super stark und du hast doch schon die Holzkohle. Ja. Okay, ich wechsle zurück zu Lasagne. Ne, Ramen. Unser Viola City Encounter wird das Ei werden, was wir dann bekommen, wenn das hier ein Kristall war. Das war in allem. Okay. Ich verkaufe jetzt eine Perle. Gen 2 auf jeden Fall. Ich meine auch in Gen 4. Könntest du mal treffen, bitte? Gut gemacht, Spaghetti. Sehr gut gemacht, Spaghetti. Ja, Hypnose hat getroffen. Es schläft. Weißt du, Xi, ich stelle mir gerade vor, wie du so vor deinem Teller auf Spaghetti sitzt und sagst, ja, sehr gut gemacht, Spaghetti. Ja, so, ganz fein. Vorletzter Ball. Also ich könnte das jetzt sofort tatsächlich machen, denn ich habe mir gebratene Nudeln gemacht und hab davon noch eine Portion im Kühlschrank. Ich glaube, ich gehe in die Arena, mach schon mal die Vortrainer. Es liebt zu galoppieren. Je schneller es ist, desto länger sind die Flammen in seiner Mähne. Du hast Punita oder Galoppa? Galoppa. Ist tödlich. Galoppa. Galoppa nenne ich Bratwurst. Ja, das war ja jetzt die Route, die nicht gilt. Bis zur Stadt nehme ich dann an. Ja. Okay. Ich bekomme so kein Garados. Du bist Bratwurst. Genau. Danke, endlich merkt's mal einer. So, Vortrainer. Gut, dann kann ich das ja die Holzkohle geben. Wenn's schon eine Feuerattacke hat. Blut. Gut, das heißt, die Arena ist ja auch zufällig, fällt mir gerade so ein. Das heißt, ich kann mich gar nicht darauf verlassen, dass es Flugtyp ist. Die ist zufällig. Ja. Auch komplett zufällig, ne? Nicht typbasiert. Ja. Oh Gott. Ja. Stell dir mal vor, es kommt sowas wie Mewtwo und anderer Legendäre. Kann passieren. Also das erste Pokémon in der Arena ist schon mal ein Makago. Das finde ich makaber. Ja, ich auch. Also mein Ü-Ei freut sich mit Aquaknarre. Merke gerade. Eine Aquaknarre. Es hat eine Aquaknarre überlebt. Na gut, dann zwei Aquaknarren. Aber bei mir könnte ja was. Ich weiß ja nicht, hast du bei jedem die Starter nur unterschiedlich gemacht und alles andere gleich, oder wie ist das? Nee, wir haben alles komplett unterschiedlich. Wir haben komplett unterschiedliche ROMs, nur mit denselben Regeln. Ja. Okay, das heißt, das wird bei mir wahrscheinlich kein Makago sein. Nee. Also, ja, es ist möglich, aber unwahrscheinlich. Ja, das heißt, ich hab den ersten Vortrainer besiegt. Ja, doch. Doch, stimmt schon so. Glückwunsch. So. Freut ihr euch schon auf den Arena-Leiter? Der wird nicht so einfach werden wie in den Originalspielen mit Taubsi und Tauboga.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass du ziemlich gar keinen Arenaleiter aus der zweiten Generation, ein Pokémon aus der zweiten Generation als Signatur-Pokémon hat? Falkner hat Tauboga. Der Käfertyp hat Sichlor. Dann haben wir hier Geist, da haben wir Miltank, ist eine Ausnahme. Dann haben wir hier die Nebulak-Reihe. Danach haben wir dann Quappo. Danach haben wir dann Stalos. Haben wir zwei aus der zweiten Generation. Danach haben wir, ich glaube, Keifel und Setraking. Also schon traurig, dass die Hälfte nicht mal irgendwie Pokémon aus der zweiten Generation als Signatur-Pokémon hat. Und dafür aber die in Kanto dann. Ne, in Kanto ja auch nicht gerade. Botogel. Gibt's ja. Kennt sich jemand aus mit Gegenständen, die man hier irgendwo bekommt? Nee, absolut nicht. Ich gehe mal in die Akademie. Vielleicht bekommt man ja eine Flinkklaue. Ich will nicht schlafen. Hier frisst Glut. Hier sitzen jedenfalls zwei Typen mit einem Gameboy. Ich glaube, man hat meine Schokolade nicht überlevelt. So, Bratwurst erreicht Level 3 schon mal. Ja, Level 3. Ich überlege gerade, du musst dafür sorgen, dass deine Schokolade nicht zu lange conchiert wird. War das das Richtige? Ja, blanchieren. Lol, jetzt habe ich einen Igelava hier auf der Route vorher. Super erreicht Level 8. Schokolade erreicht Level 9, bitte nicht Level 10. Danke. Was ist mit Route 36? Och nee, ja, Schokolade wird hundertprozentig überleveln. Route 36? Ja. Da haben wir noch keinen Encounter. Ja, ich hab's nur gerade gesehen. Wir können das ja dann alle gemeinsam machen. Ja, können wir. Ja, also kann sein, dass ich jetzt halt sterben werde. Sterben? Nein. Ja, da ist ein Kickli. Hast du kein Golbat? Doch, ich habe ein Golbat, aber das Golbat macht halt relativ wenig Schaden. Mann. Ich kümmere mich auch mal um die Vortrainer. Ja, die mache ich jetzt auch nämlich, damit ich auf gar keinen Fall irgendwie überlevele. Aber es kann sein, dass meine Schokolade überleveln wird. Hast du auch Muffensausen? Tyrakrok Level 9, ja. Oh, Scheibenkleister. Wie... Moment, hat der gesagt, das steht ja in der Liste irgendwo, ne? Okay. Burger. Okay, da ich das hier nicht sehe... Was dann? Wie entwickelt sich Kadabra? Kadabra entwickelt sich per Tausch, Sekunde. Das heißt, haben wir ausgestellt. Ich guck mal kurz. Ja, also ich guck hier mal ganz kurz, wie sich das bei dir entwickelt, okay? Ja. Ich glaube, Level 40 waren die Tauschentwicklungen. Kadabra entwickelt sich zu Simsala auf Level 37. Das bedeutet, du kannst es dann vor der 8. Arena entwickeln. Okay. Oh, lass das doch! Oh, weg mit dir! Ja, das Kickli sollte kein Problem werden. Ich kann jetzt dort noch in etwa 20 Runden durchhalten. Oh, Tangela. Oh, das kann wahr sein, mein Lieber. Das kann sehr wohl wahr sein, dass du gerade verloren hast. Och nö, nicht wahr, Bruder. Ich weiß nicht, es ist genauso wie bei Mega Man Battleship Challenge. Es ist einfach dieses Gefühl von, du kannst Entscheidungen treffen und dann kannst du nur zusehen, wie es ausgeht. Ja, so ist es auch. Und dich drüber aufregen, wenn das schief läuft. Wobei ich das bei Battleship Challenge noch schlimmer finde. Das bei Battleship Challenge ist halt wirklich einfach nur dieses, es kann alles gut laufen. Oh, sie wurden so ausgewählt. Ja, dann scheiße. Schön, dass du auch mal aufwachst, Bratwurst.
Junge, ja. Kannst du dich auch mal selbst treffen? Oder bist du da zu dumm für? Zu dumm für? So. Boah, du Scheiße, das sind wieder Erfahrungspunkte. Ich level die beiden mal auf. Das ist eben das Problem, das ich auch habe. Ja, danke, es hat sich selbst getötet. Ja, Tankida hat viele Erfahrungspunkte gebracht eben. Oh, Schokolade hat nicht überlevelt, wie geil. Ach, sind eh plus 2 Vortrainer in der Arena. Ja, finde ich gut so. Wie viel EP braucht Schokolade noch bis zum nächsten Level ab? Joa, noch so gut in etwa 30. Ah, nee. Noch 72 sind's. Okay, da steht's ja. Ich glaube, das waren Trainer, ja. Okay, ich heile mich mit Sicherheit. Ich muss es mit Spaghetti probieren. Burger wäre gerade, was die Erfahrungspunkte angeht. Die haben doch dieselbe Anzahl an Erfahrungspunkten, wenn sie dann mit Sonderbonbon ja, aufgestiegen genau. sind, oder? Ja, genau. Und zwar 0. Halt 0 bis zum nächsten Level. Ich wusste, dass du ein Trainer bist. Ach so, das ist dann auf 0 gesetzt. Ja, genau. Oh, schade. 0 bis zum nächsten Level. Gengar! Dann war das vielleicht gerade dumm. Ihr wollt mich natzen, ne? Ich krieg hier lauter voll entwickelte Gegner, ey. Jetzt schon Gengar. Aber niedrigleveliges Gengar, vielleicht kannst du noch nichts. Ich guck mal nach, okay? Gengar. Jetzt ist übrigens der Punkt erreicht, wir haben den ersten Rivalen besiegt, ab jetzt müssten wir eine neue ROM anfangen, wenn wir versagen. So, Gengar, Level 2, welches Level ist es denn? Oh, Golking, Level 2. Level 2, da kannst Groll, Hypnose und Schlecker. Zweiter Rivale? Hä? Hey? Na, den ersten Rivalenkampf, den haben wir hinter uns. Ach so. Level 2. So, Golking, Level 2. Okay, es ist eh egal, also Burger, räum mal auf. Oh, noch zwei Pokémon. Oh, jetzt kommt auch noch ein Fleckmon. Willst du mich natzen hier mit Wasserpokémon gerade? So. Oh, du machst auch noch kaum Schaden. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, ich mache den Knopf-Felser-Turm nach der Arena. Alter. Ja, definitiv. Hast du den jetzt schon angefangen? Nein. Ja, gut. Hast du dann ein wildes Pokémon gefangen? Nein. Ich bin noch nicht mal in Viola City. Du bist noch nicht da? Nee. Ich bin ein paar Mal zurückgegangen. Mit Teleport. Das läuft nicht gut gerade. Oh, jetzt ist Bratwurst Level 7. So, Burger ist auf. Ich bin hier bei dem Trainer nach dem auf Route 31. Dein. Ernst? Was kommt ja. noch? Ich bin nochmal zurückgegangen, um Bratwurst von Level 2 auf Level 7 hochzubringen. Benutzt doch einfach den EP. Oh, die Ding, die Sonderbonbons. Und momentan habe ich ja keine. Ne, dann benutzt du einfach den Cheat. Ja, dafür fehlt mir das Geld. Na, benutzt doch einfach den anderen Speicher vorher und... Das ist ja genau der Grund, weil ewig langes Hochleveln einfach keinen Spaß macht. Ich darf... Dauert. So viele Erfahrungspunkte, wie ich hier die ganze Zeit kriege bei diesen voll entwickelten Pokémon, da geht das ruckzuck. Zum Beispiel habe ich jetzt ein X-Bad als Gegner. Ich darf eins meiner Pokémon nicht einsetzen. Und welches denn? Mein Kingler. Dein Kingler, damit sind Kadabra und Azuei gestrichen. Nein. Nee, es ist nur überlevelt. Ja, damit sind unsere auch gestrichen. Hä? Ja, du darfst deins nicht benutzen, damit ist das komplette Trio raus. Die Regel war mir neu. Mir auch. Na, das ist doch ganz offensichtlich. Wenn du es nicht dabei haben darfst, dann dürfen wir unsere auch nicht dabei haben. Toll. Wusste ich nicht. Dass das ausgerechnet mein Kadabra trifft. Das muss jetzt sofort nach dem nächsten Ding abgelegt werden. Ja, ja, mach ich schon. Der Arena darf wieder aufgenommen werden. Ja, ja. Ja. Bin schon dabei. Alles gut. Aber besser überlevelt als komplett tot. Also, das mit dem Tauschen kann man eh nicht machen in Viola City und wir machen das dann mit dem einen, ne? Haben wir ja gesagt. Ja. Okay. Okay, ich muss sehr wahrscheinlich dann bei der nächsten Route. Ach nee, nee, müssen wir ja dann alle. Aber ich weiß nicht, wollt ihr denn schon in den Knofenser-Turm?
und da den Encounter abholen? Ich schaffe halt mit meinen Pokémon, die ich dann jetzt nur über habe, sehr wahrscheinlich keinen Arena-Leiter. Das heißt, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, weil ich habe nur noch einen Pokéball. Dann macht die Vortrainer, sammelt also dadurch Geld? Ja. Ich würde nämlich gerne erstmal Geld sammeln. Ja, dann macht die Vortrainer und sammel Geld. Aber Xtio und ich können ja schon mal in den Knuffensaturm gehen und können gucken, wie es läuft. Ah, meine Pizza hat Gesang erlernt. Das ist schon mal gut. Schade, Ballon-Dese, ich darf dich noch nicht mal leveln gerade. Ja, erstmal nicht mal im Turm, sondern bei der nächsten Route, oder? Oder ist der Turm in der Stadt? Der Turm ist in der Stadt. Okay. Da dürfte man, glaube ich, direkt auf der untersten Ebene auch noch einen Encounter haben. Ja, da trifft man Pokémon. Ich kaufe mir erstmal nochmal Pokebälle. Aber auch auf der untersten Ebene? Ich meine schon. Weil mir tauchen da gerade keine auf. Ich gehe einfach mal eine höher. Waren da noch keine Trainer? So, ich verkaufe mal den Morphbrief. Okay, das ist der Knuffenserturm. Den hätte er so mal gerne. Nett. Ja. Mein Encounter ist ein Miauz genau. Ein Mauzi. Das ist gut. Normal Pokémon zu haben ist immer gut. Okay, ich frag mich ja, was Sonderbonbon kostet. Ich kaufe mir einfach mal einfach nur zur Sicherheit einen Fluchtseil. Ich hab einen Mauzi gefangen. So, der Turm ist hier, okay. Der okay. Knopf. Gehen wir nochmal raus und rein. Kommt man da auf die obere Ebene ohne einen Trainerkampf? Ja, man kommt ohne einen Trainerkampf auf die obere Ebene. Okay. Irgendwie funktioniert mein Sheet mit dem... Hat nicht. Einfach dann einmal einschalten und sofort wieder ausschalten, dann hast du schon was. Wie nenne ich denn das Mauzi? Ich bin eine Ebene höher gegangen. Noch ist kein... Boah, 4800 kostet ein Sonderbonbon. Ja, deswegen. Mein Mauzi heißt Tofu. Ich habe was Passendes dazu. Was denn? Ein Radfratz. Ironie des Schicksals. Aber das sollte meine Pizza dann auch aushalten können. Wie nennst du dann dein Ratzfratz Steak? Wie heißt deins? Tofu. Tofu, Überlegen. Ich werde Tofu mal auf Level 9. Ich muss jetzt erstmal gefangen kriegen. Na gut, Ratzfratz sollte gehen von der Fangrate. Mal gucken. Es ist blöd, dass ich nur zwei Bälle habe. Na, mach doch erstmal die Vortrainer. Oder wie sieht's bei dir leveltechnisch aus, Steve? Naja. Ich darf ja meinen Ballon-Dese ja nicht einsetzen, ne? Ja, dein Kadabra. Ja, die Miso-Suppe ist auf Level 6 und die anderen beiden sind auf 8. Ja, das geht noch mit Miso. Vielleicht Miso noch einen Level höher mit einem Sonderbonbon. Ich habe ja keinen Sonderbonbon. Uff. Mach doch einfach, wie gesagt, ich speichere einfach und benutze doch einfach den Cheat mit unendlich Sonderbonbons. Ja, aber funktioniert meine Tasche nicht mehr, habe ich doch vorhin gesagt. Ja, das war bei mir am Anfang auch so, wenn du musst ja einfach einmal aktivieren, dann deaktivieren und dann geht das. Deswegen speichert man ja auch vorher, damit dann, falls was schief geht, du einfach das dann rückgängig hast. Ich habe ein funktionales Missing No. Was? Ja, ein Radfratz. Ratzfratz. Missing No ist ja ein Radfratz. Ja, im Endeffekt. Also war es mal. Dann hat jemand gewagt, am Rand einer Insel zu surfen. Warte mal, welche Route ist das hier?
So, du hast Tofu. Wir können sogar zur Route 36. Ach so, das ist... Ja. Ja, nee, ja. Dann nehme ich meinen Fleischersatz, dann ist das Jagdfrucht. Ah, okay. Na, dann hätte ich mal... Wenn es nachgeht, hätte ich meinen Mauzi aber Seitan nennen müssen. Ja, okay, ihr sagt, man kann die Vortrainer machen im Knuffenserturm, ja? Nicht im Knuffenserturm, in der Arena. Ah, Arena, okay. Hat hier im Knuffenserturm eigentlich irgendjemand Gegenstände? Gut, da ich es nicht versehentlich verwenden will, werde ich aber erstmal das Kadaver ablegen. Ich glaube, das sollte ich ja machen. Sag, ich gucke jetzt ja auch mal zu, Steve. Es gab ja auch mal eine Pokémon, also eine Serienfolge zum Knuffenserturm, ne? Ja. Da wollten Team Rocket dann diesen Stimpen, der da in der Mitte hängt, stehlen. Mhm. Ohne dass sie eine wirkliche Begründung dafür hatten. Sie wollten das Ding einfach klauen, damit sie es ihrem Boss schenken können. Also wie immer. Eine Antipa-Bäre. Nein. Gehst du jetzt in den Knuffenserturm? Eigentlich auch gerade gefragt. Route 32 haben wir auch noch zur Verfügung. Ja, warte, aber Route 32 kommt erst super spät. Die ist noch, ich glaube, die ist nach den Alfruinen dann erst. Ja. Okay, ich bleib fern. Und für die Alfruinen muss man ein Rätsel lösen. Ja, also quasi, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da haben wir noch Route 36 und die Alfruinen vorher. Und noch den Encounter von der Stadt hier. Yay, ein Level 9 Kabuto. Ja, bei der... Bei der Stadt müssten wir surfen können, das können wir ja nicht. Nee, da kriegt man ein Ei. Achso, von wem nochmal? Vom Assistenten des Professor. Nach der Arena. Oh. Ja. Na gut. Das kann man dann brüten. Ich dachte, ich könnte dann schon eine Runde herumlaufen und das vorbrüten. Nee, leider nicht. Oh Mann, dieses Kabuto ist scheiße. Ich ja gar nichts. Hast du keine spezielle Attacke? Ich probiere mal mit Blubber. So. Das sieht nicht gut aus. Nee, nicht wirklich. Dann level ich mal meine Jagdfrucht. Mit Sonderbonbons oder so normal? Sonderbonbons. Wenn du mir die Möglichkeit dazu gibst, so zu leveln, dann mache ich das auch. Steve, kleiner Tipp, wenn du Rahmen drin lässt, ist es tot zu einem kritischen Treffer. Immer um diese 8% Chance herumspielen. Die so. Kommt immer, wenn es am ungünstigsten ist. Deswegen ja, was soll ich machen? Reinpacken. Das dürfte ja, glaube ich, dein Ding sein, Lasho King. Nein. Ah ne, warte, dann war's. Ja, Ding. Weil ich glaube, Kabuto sollte hier noch keine Aquaknarre oder so haben. Da will ich mal hoffen. Ich werde aber mal seinen Angriff schwächen. Du hast auch einen Kabuto? Ich? Nein. Ich kann aber seine Verteidigung noch schwächen, sehe ich gerade. Ich habe ja Rutenschlag. Nee, es hat nur Härtner und Kratzer. Sie lernt gar keine Wasserattacke durch Level Up. Die einzige Wasserattacke, die es lernt, ist Regentanz und Blubstrahl. Und Blubstrahl nur durch Vererbbarkeit. Steve, greif's doch bitte einfach an. Riskiere nicht! Du willst mich verarschen, oder? Hatte dein jetzt eigentlich dein Ding schon Level 10 erreicht, sie? Mein Burger hat Level 10 erreicht, ja. Okay, ja, gut. Alter! Deswegen hatte ich ja gemeint, ich kann's nicht mehr benutzen. Naja, du greif doch nicht speziell an, wenn du schon seine physische Verteidigung senkst. Steve. Ja. Ich hatte halt das Noctru vor mir und das hätte meine andere Pokémon sehr wahrscheinlich nicht besiegt. Meine Pokémon sind alle. Die physischen Angriffe machen mehr Schaden. Sind alle schwach. Aber auch nur, weil ich die Verteidigung gesenkt habe. Ja, deswegen greif deswegen nicht speziell an, wenn du physische Angriffe hast. Ich hoffe, der kann schneller, aber 95% Chance. Okay, Glück gehabt.
Bei meinem Glück hätte Kabuto jetzt dann dementsprechend den Angriff nicht abbekommen. Alter. Und dann, ja, hätte dann crittet. So, wie dann kann ich empfehle, ach ja, ich hab's ja gar nicht mehr im Team. Ich empfehle dir halt einfach wirklich, mach das einfach mit den Speichern und dann den Beutel. EP. Sonderbonbon-Dinger. Du sparst dir dann wirklich Zeit. Dann müsstest du halt nicht das Risiko eingehen, jetzt zum Beispiel in Level 6 Sashoking zu kämpfen, weil du nicht grinden möchtest stundenlang. Die Sache ist nämlich, den Cheat habe ich. Ach, da ist es ja. Gut. Aber du zockst doch mit demselben Emulator, oder? Steve. Ja? Du zockst doch mit demselben Emulator, oder? Ja. Okay, ja, dann müsst eigentlich gehen. Einmal enable und dann sofort disable. Mhm. Dann hast du, also vorhin hatte ich dann nur einmal ein und einmal drei Sonderbonbons. Und jetzt habe ich null drin und kann so oft machen, wie ich will. Ja. Wie sieht's aus? So, ich mache jetzt ein Save State. Gut, Enable. Und direkt Disable. Wieder. Ja. Ich glaube, du musst dafür einmal noch kurz in die Tasche reingehen, während es an ist. Muss man? Ich habe immer geschaut, dass ich außerhalb der Tasche bin, während ich das mache. Na, außerhalb der Tasche musst du schon sehen, aber du musst es einmal aktivieren und dann in die Tasche reingucken und dann kannst du wieder ausmachen, sobald du die Tasche zugemacht hast. Ach so? Oder halt zumindest einmal das Spiel dann wieder aktiv machen. Weil ich glaube, während du die Cheats anhast, ja, ist das Spiel kurz sehr deaktiviert. Sicher? Also ich habe es vorhin aktiviert, deaktiviert und bin dann erst im Spiel wieder in die Tasche gegangen. Dann hatte ich eben ein oder drei. Vestibel hat es aber gerade halt irgendwie nicht geladen. Das Sonderbonbon. Das ist komisch. Sicher, dass du das Richtige dann drin hattest. Die richtige Datei? Ja. Ja, ich hatte nur eine. Ich rede gerade von Steve. Und sicher, dass es nicht nur das Ding vom Shop ist, das du gerade anhast. Ja. Wenn du möchtest, kannst du mal kurz den Discord eine Übertragung anmachen, dann könnten wir mal zusammen schnell gucken. Zustand versagt und Idiotie finde ich aber schon auch gut. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du einen zweiten Vornamen hast. Ach nee. Hä? Alles gut. Nein, das ist mein Nachname. Ja, es ist mir schon noch rechtzeitig eingefallen, deswegen habe ich gerade auch die Klappe gehalten. Aber ich habe einen zweiten Vornamen. Ach so, das war der Fehler, okay. Iris. Nein, Justin.
Kannst du ihn ja auch Französisch aussprechen. Justin. Justin. Ich bin Léon Justin. Léon Justin, ja. Léon Justin. Es ist eine Ehre, mit Ihnen die Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Léon Justin. Oh Gott, ich klinge ja voll wie ein Franzose. Ich mag Baguette, Geretten und Rotwein. Ja, an dem klischeehaften Akzent arbeiten wir noch. Okay, gut, dass ich gespeichert habe. Was denn? Ich hab zwar unendlich Sonderbonbons, aber mein Wutkeks und mein Pudersatz sind verschwunden. Hä? Was? Ja. Da war ich mir. Hast du den Cheat auch wieder ausgemacht? Ich hab getestet. Ich hatte ihn nicht ausgemacht. Vielleicht die Items verschieben, dass die Sonderbonbons ganz unten sind? Mit Select dürfte es, glaube ich, gehen. Ja. Ich habe es jetzt ausgeschaltet, den Cheat. Ich bin saufroh, dass ich das vorher gesaved habe. Eieiei. So. Wenn du jetzt nochmal in den Beutel reinguckst, hast du dann 0 Sonderbonbons oder wieder gar keine? Nicht. Gar keine. Da musst du ihn, glaube ich, noch mal einmal kurz anmachen. Ja, aber ich muss ja auch noch Trainer bekämpfen dort, ne? Ja, weiß halt nicht, ob du das auf Level 7 zutraust, aber kannst ja probieren. Und es ist nur noch ein Trainer. Von daher. Mhm. Aber der hat Probleme gemacht bei uns beiden, gell? Ja, der war nervig. Aber ich habe auch einfach schwache Pokémon. Meine Pokémon, abgesehen von Burger, können die nix. Und Burger darfst du gerade nicht benutzen. Nee, warte, das andere war's. Nee, Burger ist mein Kingler. Ja. Ja. Und ich darf mein Kadabra nicht nehmen. Das kotzt mich an. Es kotzt mich auch an. Ja, doch, stimmt. Ja, und mein Ü-Ei darf ich nicht benutzen. Das kotzt mich auch an. Also solange Level 9 ist, ist okay, ja. Mhm. Ja, Level 9 ist okay. Und Level 9 mit 1 EP zu Level 10 ist auch noch okay. Okay. Aber Level 10 ist nicht mehr okay. Warum musste das Noctur? Da bist du überlevelt. Warum musste das Noctur auch so viele Erfahrungspunkte bringen? Okay, er setzt ein Shigi ein. Shigi ist ja okay. Heute Abend so. Weiß nicht. Was machen wir dann weiter mit den ganzen hier? Wann sich Zeit findet. Ich denke mal, da dürfte es eher am wahrscheinlichsten bei Xi hängen. Ja, muss mal gucken, wie die nächsten Wochen bei mir aussehen. Bei mir stehen wieder ein paar Planänderungen bezüglich der Wochen aus. Ich habe übrigens noch eine Neuigkeit für euch beide. Die kennt ihr noch nicht. Ja. Ich habe ab 15.08. wieder Arbeit. Sehr gut, sehr schön. In der Werkstatt wieder. Mhm. Endlich geht das wieder. Mhm. Nee, freut mich wirklich für dich. Ja, vor allem, ich brauche das Geld. Okay, also Shigi scheint eine gute Spezialverteidigung zu haben. Ja, und es ist nicht sehr effektiv. Mhm. Ich empfehle dir wirklich jetzt schon mal auszuwechseln, weil der hat danach noch ein Pokémon. Ja, ich nehme mal Miso-Suppe, erhöhe seinen Angriff und so. Mit Fluch. Ja, morgen Abend kann ich auf jeden Fall nicht, da geht's der Ocarina of Time Zufallsgenerator mit Jigson und Linky weiter. Morgen Abend bin ich wahrscheinlich wieder bis 24 Uhr auf Arbeit eingespannt, also bei mir ist da auch flach. Ja, ich überlege, ob ich morgen zu irgendwas komme, ich schätze mal nicht. Deine Arbeit ist sowieso fürchterlich Pokespot. Was ist die? Fürchterlich. Weswegen? Ja, wenn du so lange eingespannt bist, aber Entschuldigung, Steve, will ich heute nicht ins Wort fallen. Ja, schon gut. Also sagen wir so, letztes Wochenende war wegen einer Dings
wegen einer Hochzeit, das kann ich voll nachvollziehen. Und dieses Wochenende ist halt einfach, weil keine andere Aushilfe da ist, weil wir ein Stadtfest haben bei uns in der Nähe und alle da hingehen wollen und noch eine Festangestellte dort heiratet dieses Wochenende. Nicht im Restaurant, halt woanders, in andere Gaststätte, aber... Also das kann ich ja gar nicht nachvollziehen, dass man nicht beim eigenen Arbeitgeber heiraten will, das ist ja... Mensch... Kann ich auch absolut nicht nachvollziehen, ne? Absolut nicht. Nee, Ich meine, da kennt man sich da aus. kommt dann die Arbeitgeberin an, kannst du schnell das Buffet mit aufbauen? Boah. Während die Braut gerade das Kleid anprobiert. Ja. Beziehungsweise, nee, nicht anprobiert, aber versucht anzuziehen. Okay, ich glaube, ich tausche lieber aus. Bleib noch ein bisschen drin, sobald du im Bereich bist, wo du kritischen Treffer nicht mehr abbekommen kannst, weil du dann tot bist, dann wechselst du im Bestfall aus. Ja, Also einen Schlag noch. Halt, jetzt hast du gerade ja noch 9 Leben. Rahmen wird überleveln. Was? Rahmen wird komplett überleveln. Damit ist unser Starter für den Arena-Kampf raus. Ach du Scheiße. Das Einzige, was ich dir noch irgendwie empfehlen könnte, ist, dass du nochmal auf dein anderes Pokémon wechselst. Auf Bratwurst. Aber Bratwurst verträgt das halt auch nicht gut, gell? Ja. Welche Stellschraube haben wir denn da falsch gehabt? Also ich sag euch doch, lasst mich doch keine scheiß verdammten ROMs machen. Osoma das, hätte gute das gekriegt. Das sieht echt schlecht aus. Ja, da stirbt jetzt wohl was. Bratwurst, bye bye. Ja, und das wäre der eine Treffer von Lashoking gewesen. Das sieht nach einem verlorenen Run aus. Komplett verloren. Das sieht nach einem verlorenen Run aus. Mir fällt gerade nicht ein. Wärst du bei den einen Treffer von Lashoking noch drin geblieben, hätten wir es vielleicht noch schaffen können. Aber gut, Rahmen war schneller. Ja, gut, okay. Damit ist Galoppa tot. Und damit Pi und Knuddeluff. Aber ich glaube, das Pi vermisst du nicht besonders. Aber ich vermisse mein Knuddeluff, das hätte so stark werden können. Und Rahmen ist überlevelt. Das heißt, Nidoran männlich und so und Zubat ablegen. Wer ist noch dafür, dass wir... Ach, Moment. Stevel, du warst noch nie im Knofenserturm, oder? Ja, nee. Dann muss das noch fangen. Mann, ich war da eigentlich nur drin, um mein Pokémon zu fangen. Und jetzt so eine Scheiße. Und Bratwurst muss freigelassen werden. Ach ja, stimmt. Mach's gut. Stimmt, das muss ja freigelassen werden. Moment. Galoppe, also Pi, muss freigelassen werden. So, und meine Schokolade. Warte, Schokolade ist tot. Ja. Halt, Knuddeluff ist tot. Oh Gott. Und Aal muss abgelegt werden. Ich Idiot. Warum? Moment. Jetzt durch das Freilassen ist meine Holzkohle mitflöten gegangen. Das hätte sowieso, weil es das getragen hat beim Tod. Okay. Okay. Ist mir auch neu. Okay. Ja, wir sind hier in der Hardcore-Nuzlock, also ab mit dem Knofensator am letzten Encounter fangen. Dann machen wir die Arena mit 2 Pokémon. Ja, ich will erstmal nochmal Miso-Suppe ein bisschen höher bringen. Welches Pokémon hat überlevelt? Dann benutzt bitte Sonderbomben. Unser Starter, Zubat bei dir. Benutzt bitte einfach Sonderbomben. Es geht kein Risiko ein, Stiebel. Starter ist ja weg, ne? Ja, der ist komplett weg. Den hast du eben gerade überlevelt. Ja, leider. Den dürfen wir erst wieder benutzen, sobald wir den nächsten Orden haben. Das ist halt das Ding bei Johto, weil die Scheißlevel alle so niedrig sind. Deswegen habe ich gesagt, nein, wir nehmen nicht Johto, aber... Ja, ich habe ja gesagt, wir können ja das Remake nehmen, aber das habt ihr irgendwie... Das Ding ist, beim Remake sind die Level halt auch nicht gerade besser. Da haben wir hier irgendwie ein Level-Cap von Level 11 oder so und da ist der Knofensaturm vorher Pflicht. Ja, bei der Neufassung haben wir aber auch keine Möglichkeit, schneller zu leveln, oder?
Doch, da könnte man denselben Cheat nehmen. Ja, aber Steve würde das ja nur über sein 3DS zocken, deswegen. Und da wird doch kein Randomizer gehen, oder? Doch. Das habe ich auch geschrieben, dass das geht. So, miese Suppe, Level 9. Ja, okay. Ja gut, in dieser Edition, Generation bekommt man noch keine Erfahrungspunkte fürs Fangen. Ja, zum Glück. Ja, deswegen kann ich das ja machen. Ja, Knopfenser, ich weiß halt nicht. Kauf dir bitte noch Bälle. Kauf dir noch Bälle, Steve. Ja, kann mich gerade nicht erinnern. Ach, da war der Supermarkt. Wollen wir es auf Route 36 vorher noch probieren? Bevor wir den Arena-Leiterkampf machen? Machen wir da, das entscheiden wir, sobald Steve sein Pokémon im Knofensa-Turm gefangen hat. Weil er hat nur noch 4 Bälle oder so. Huiuiui. Freut ihr euch schon drauf, den Knofensa-Turm zu machen? Weißt du, freuen ist, Es gab ja auch einige Kämpfe im Knofensa-Turm und ich habe gerade leider einen. Du hast gerade einen Pflichtkampf. Trainer. Ah, Steve! Du musst nur die Treppe hoch und dann kannst du schon Pokémon fahren. Nein, der hat auch noch mehrere Pokémon. Ja, wenn du jetzt halt überlevelst, ist der Run übrigens vorbei. Der ist auch so schon sehr in Gefahr, also... Ja, aber nein, wenn er jetzt überlevelt, haben wir keine Pokémon mehr, die wir benutzen dürfen. Damit ist der Durchlauf vorbei. Wir haben doch jetzt noch zwei, oder... Also, was heißt... Ach nee, das eine... Er hat ja nur noch eins. Stimmt. Mauzi und Ratzfatz dürfen wir noch nicht benutzen. Wenn er jetzt überlevelt, dann haben wir kein Pokémon mehr, das wir benutzen dürfen. Und damit müssen wir resetten. Ja, aber dann haben wir vielleicht bessere Pokémon am Anfang. Wer von euch wollte nochmal mit Osoma spielen, damit wir zu viert sind? Wollten wir alle? Ja. Und Osoma wäre ja schon längst mit der Arena quasi durch. Der wird seit einer halben Stunde da rumsitzen und sich denken, ja, also ich bin jetzt einen Knopfdruck davon entfernt, den Orden zu kriegen. Was macht ihr so? Nee, der sitzt immer noch da und sagt sich, dürfen wir jetzt gegen den Arena-Leiter kämpfen? Das ist eine Regel. Sieht nicht gut aus. Nee, Blutzug könnte dir vielleicht noch gerade so wenig EP geben auf Level 3. Aber gerade so. Blöder Aussetzer. Mach's doch nicht so spannend. Das hängt jetzt von diesem einen scheiß Blutzug ab, ob der Run kaputt ist oder nicht. Ja. Und dann hat's noch meinen Angriffsattacke blockiert. Was rennst du auch in den Trainer rein? Na, der hat sich gerade blöderweise umgedreht. Du siehst aber doch, dass da einer ist. Dann geh doch aus deren Sichtweite raus. Ja, ich bin nach rechts gegangen. Er kam ins Bild und hat sich gleich sofort umgedreht, die Sau. Ich hab gesehen, wie das war. Der war schon eine halbe Stunde im Bild. Ja, also Steve. Ein Du-Problem. Nein, ein Du-Problem, wenn du jetzt den zweiten Run verlierst. Der erste war wegen deinem scheiß Sheet. Leute, wir müssen zusammenarbeiten. Kann ich bald mal meine Attacke wieder benutzen? Na, endlich. Bei Odin, geh dich bitte noch heilen, bevor du in das wilde Pokémon-Ding gehst. Also noch ist alles okay? Ich weiß nicht. Also Steve Latzo habe ich noch nicht besiegt. Also. Puh. Ja, hat nicht genügend EP gegeben. Steve! Muss das so stressig sein? Eieiei. Wer hat nochmal gesagt, dass eine Vierer Soul Link Spaß macht, wenn schon eine Dreier so ist? Ich glaube nicht, dass... Das kann doch schon bei einer Zweier sein. Ich glaube nicht, dass Osoma so ein großer Risikofaktor gewesen wäre. Es ist Osoma. Also der kriegt wahrscheinlich nur Chanera als Gegner und ist nach dem ersten Rivalenkampf überlevelt. Und es ist ja auch so, dass wir zwei Pokémon ja wiederkriegen nach Falk, ne? Ja. Wenn wir es schaffen.
mit zwei Pokémon. Er hat auch nur zwei. Ja, aber mein eines Pokémon, meine zwei Pokémon sind Radfratz und was war das andere? Ja, ich bin einen Schritt nach rechts gegangen, dann war er im Bild. Sekunde. Radfratz und Dodu. Ja. Ich hab ein Golbat. Kommt hier überhaupt schon Pokémon? Ja. Ah, endlich. Ja, es hat bei mir auch kurz gedauert. Steve, bleib im Anfangsbereich. Bleib bitte im Anfangsbereich. Was ist es? Ein Nidoqueen. Ei. Wirf einfach irgendwie was. Guck mal, wie viel Schaden es macht. Was jetzt, werfen oder angreifen? Ein KP Schaden macht's. Dann schwäch es irgendwie, aber es Level nicht, mach nicht zu hoch deinen Angriffswert, sonst tötest du es. Es ist nur Level 3. Steve, bitte. Bitte, denke taktisch. Ich möchte nur festhalten, ich habe meine Pokémon zum Teil fangen müssen, indem sie sich selber geschwächt haben, ne? Ja, und er benutzt Fluch und ich glaube, er wird Nidoqueen. Jetzt wirf Bälle, wirf Bälle. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Gott. Glaub an das Herz der Karten. Nee, glaub an das Herz des Pokéballs. Was auch immer hilft. Okay, damit macht 2 KP Schaden. Mach deinen Stream aus, ich kann das nicht sehen, ich bin zu angespannt. Wenn wir gleich den Arena-Kampf mit einem Pokémon machen müssen, welches wohl bei angemerkt ein gottverdammtes Golbat ist, das nicht angreifen kann. Wie? So, jetzt habe ich noch 2 Bälle. Wie war das nochmal, dass du auf Route 36 wolltest, Xi? Ich wollte auf Route 36. Und du hast kein Geld mehr, Steve. Und Ball weg. Ja, und damit... Nicht fangen. Nein. Damit müssen wir jetzt unser Mauzi freilassen und unser Ratzfatz. Und ich muss fliehen. Flucht unmöglich. Yay. Nochmal. Flucht unmöglich. Also habe ich es richtig verstanden, Pokéspot? Du setzt darauf, dass Falk sich selber besiegt? Muss wohl. Aber wenn ich jetzt hier mit was sagen kann, das ist der dritte Tod, den Steve verursacht. Dann war ich mit der zweiten Arena noch zu optimistisch, merke ich. Was ist denn ein seltenes Stück eines Ziegels? Okay. Was soll ich mit dem Item verkaufen? Was kann ich mit dem Ziegelstein machen? So, tschüss, Radfratz. Ich hab tschüss, Steve, wieso gehst du weiter nach unten? Nach oben? Du weißt nicht, dachte, ob da Trainer sind. Ich wollte gucken, ob ich da noch ein Item finde, das zu verkaufen wäre oder anderweitig vielleicht auch. Was hättest du gemacht, wenn du in den Trainerkampf gerannt wärst? Überlevelt und gar nicht. Den Run beendet. Ja. Also ja. Steve, bitte denk einmal nach, bevor du in neue Gebiete gehst, wenn dein Pokémon nur noch so 5 EP braucht, um zu leveln. Ich habe da eine Antwort für dich. 2-1 Risiko? Das Risiko ist hier schon gerade hoch genug. Okay, ich konnte mir jetzt einen Ball leisten. Durch den Wollen Ziegel wir so gut 36 probieren? Ja, einen Ball habe ich da jetzt. Mach mal doch einfach. Also, ganz ehrlich. Griffe auf Stroh. Ich gebe mich vorher heilen. Ich gebe mich vorher heilen. Mein Dodo braucht noch einen Erfahrungspunkt bis Level 9. Dann Levels bitte. So, warte, Route 36 ist das Scheißding da neben Dings Veola City, gell? Ja, genau. Beim Mogelbaum. Oh, da oben ist ein kleines Stückchen Gras, super. Ja, genau. Spaghetti hat Verfolgung gelernt, das ist nicht schlecht. Gehört Mogelbaum eigentlich zu Route 36? Ja. Und was bekomme ich? Ich habe auf Route 36 ein... Goldini. Ich habe... Goldini. Ein Knuddeluff. Ha. Ich hab ein Déjà-vu. Ich mag Knuddeluff grundsätzlich. Ich auch, aber ich hatte eben auch noch eins.
Hast du meinen Stream noch offen? Ja. Ach, Tom, Stevel! Was denn? Ein Celebi! Das was? Wird nix. Ach so, ja, ein Celebi und ein Pokémon. Pokéball. Stevel, ganz ehrlich. Ja? Warum? Weil ich kein Glück habe. Das wird nie was. Und das ist entkommen. Ja, gut. Dann lass mal das. Ab in den Arena-Kampf. Arena-Leiterkampf meine ich. Ja, weil ich komme nicht mehr an Items ran, ich komme nicht mehr an Geld ran. Nee. Ich weiß nicht, soll ich noch kurz probieren, Dodo? Ach nee, komm. Das Risiko muss nicht sein. Wir können wenigstens versuchen zu kämpfen. Ja, und ich sage mal, wenn ich jetzt noch versuche, irgendwie Erfahrungspunkte zu kriegen, ist es wahrscheinlich nachher zu viel. Ja, das hat eh keinen Unterschied. Das dachte ich mir halt auch gerade. Ja, dann. Ich kann nur hoffen, dass ich mich hochpushen kann mit Fluch. Ja, wir können aber hoffen, dass ich irgendwie Glück habe. Ich habe ein Pokémon, das Blutsauger als stärkste Attacke hat. Ich gebe meinen Pokémon Paralyse oder Verwirrung? Ah, komm. Kriegt sie bitte, Bäre. Ja, bei mir auch. Hauptsache irgendwas, gell? Ja. Man weiß ja eh nicht, was auf einen zukommt. Okay, ich bin jetzt vor Falk. Okay, wollen wir den Tipps gemeinsam lesen? Ja gut, ja. Du liest. Okay. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Man sagt, dass die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stützen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen, indem wir dafür sorgen, dass all deine anderen Pokémon verkrüppelt sind und nicht mitkämpfen können. So, sein erstes Pokémon ist ein Tramado. Morlord. Ha. Kukuna, Kukuna. Kukuna, Kukuna. Ach komm. Wie war das denn? Noch mit dich selbst besiegen. Habt ihr was dagegen, dass ich einen Kukuna als Gegner habe? Ja. Okay, warum? Autsch, das tat jetzt schon viel zu viel weh. Die Welt ist gestorben. Ich habe gerade 5-mal in Folge Superschall verfehlt. Glückwunsch. Ich glaube, Spaghetti ist jetzt tot. Nee, er hat noch 2 Lebenspunkte. Erst Pokémon von ihm ist weg. Was kommt? Lugia. Oh Junge, ich könnte gerade einen guten Lander gebrauchen. Falsche Generation. Ah, natürlich bist du... Wieso klingt Luftstoß wie Hyperstrahl? Volltreffer, tot. Großartig, wollt ihr noch einen neuen Run jetzt anfangen? Ich hab nichts dagegen, wir haben gesagt bis 0 Uhr. Ich hab meinen Moderator zugemacht. Ah, oh, nicht schon wieder Hypnose. Gut, beendet habe ich. Guten Abend, Mondkatz. Guten Abend. Gut, damit. Celebi! Was, Celebi? Ja, wegen Route 36. Ja, dass du ja unbedingt ein Celebi haben musst. Ich okay, sag ja, aber damit hat Xenrun verloren. Ja. Liebe, Glück gehabt. Ei. Ja, und du hast das eine Pokémon auf der einen Route versaut, ne? Du hast 4 Pokémon versaut. Also hier, schön ruhig sein. Ja, ja. Ach, Leute. Gut. So, was ist denn dein nächstes Pokémon? Es ist ein Nidoking. Du kannst aufhören.
Ja, ist die ROM fertig? Nein. Leute, mal so eine Frage. Ja? Wollt ihr, dass die wilden Pokémon mit Pokémon von ähnlicher Stärke ausgetauscht werden? Das Problem ist dann, dann können die Arena-Kämpfe trotzdem noch extrem stark sein. Ja, ich fang mal an und werd. Ich mach mal schon eine neue ROM. Wollen wir vielleicht noch einstellen, dass die Fänge leichter sind? Geht das? Warte, Sekunde, Wild Pokémon. Eigentlich schon. Ja, müsste irgendwo eine Wahrscheinlichkeit für die Fangrate geben. Die kann man hochdrehen. Haben wir damals gemacht. Das hab ich Falk besiegen können, das weiß ich. Okay, dann mache ich die auf 3, okay? Minimum Fangrate. Das bedeutet 80% bei wenig Leben und 40% bei Legendären dann halt. Hast du das gerade mitgekriegt, Pokéspot? Ja. Was? Steve hat den Arena-Leiter besiegt. Ja, schön. Die ROM ist jetzt trotzdem, die kannst du löschen. Ich dachte mir nur gerade. Entsteht so eine blöde Situation, Steve marschiert einfach trotzdem durch. So, randomized. Das bedeutet dann jetzt so die random. Das ist dann jetzt so Durchlauf 2. Mhm. Wer will als allererstes? Xi, würde ich sagen, oder? Okay. Wurst, Wasser. Ja, ich spiele dann direkt bis Pokémon-Auswahl. Und wie geht's so, Tini? So, ich mach schon mal den Umlauter wieder neu auf. Bin ja beendet. Vorhin waren noch die roten Markierungen in der Liste, da wollte ich schon zu Pokéspot sagen, das ist aber schon sehr vorurteilsbehaftet. Was? Naja, weil du vorher die schriftlichen Einträge erst aus der Tabelle gelöscht hattest und dann erst die roten Markierungen. Ja, was kann ich dafür? Nee, aber ich dachte, sie waren halt für den Moment noch da und dann wollte ich schon sagen, das ist aber sehr vorurteilsbehaftet. Ja. So im Sinne von, du gehst davon aus, es wird genauso wieder passieren. Diebel, Durchlauf 2. Ja. Na, ich erstelle gerade nur die ROMs, ich schicke sie gleich rein. Okay. Ja. Und jetzt hat noch mein Ding. Fängt gut an, finde ich. Also. Hat aber Spaß gemacht bisher. Spaß hat's auf jeden Fall gemacht. Bitte Xi Run 2. Warte, das war das Dokument da. Entschuldigung. Also damit kann ich jetzt nicht spielen, Pokéspot. Ist in Ordnung. Bist einfach fertig mit der Welt. So. Fertig mit euch beiden. Was? Was denn? Jeder von uns hat mal Mist gebaut in der Runde. So, Kampfstil folgend. Was? Feentyp in Generation 1 reingemoddet? Okay. Ich glaube aber nicht. Nee, jetzt heißt schon nicht mehr. Also Iris und Yuna haben jetzt kein Glück gehabt. Was wollt ihr mir damit sagen? You suck. Hallo? Ich bin nicht Game Over gegangen. Ich hätte das Kukuna besiegt. Und was wäre danach gekommen? Weiß ich nicht. Also ich hab's mir jetzt zumindest noch angeschaut. Ja, ich wollte nicht 20 Minuten rumsitzen. Warum nicht? Darum, weil es keinen Spaß macht. Das ist der Grund, deswegen Sonderbonbons benutzen. Okay, wenn das nicht reicht, dann brauchen wir jetzt hier halt... Welchen Namen nehmen wir noch? Dann bist du... So. Lyra. Warum nicht Penelope? Weil das nicht reinpasst. Habe ich gerade auch überlegt, warum ich das nicht nehme, aber es passt nicht rein. Kannst du ja einen Spitznamen nehmen. Ich könnte PNLOP nehmen. PNLOP. Okay, also bei dieser Full Color Hack, ne? Da steht halt auch USA und Euro. Also müsste das eventuell auch auf der deutschen funktionieren. Kannst du ja dann mal ausprobieren.
Ich habe passenderweise gerade einen Kokuna gehabt bei der Anleitung. Ach, da ist ja schon die rum. Schön, dass ich auch mal mitkriege. Ja, wegen ist schon OBS, da hab ich ja keinen Ton. Ja, ich hab gesagt, ich schick's jetzt gleich rein. Ja, ja, ja. Und Leute, seid ihr schon mental bereit? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt erstmal. Ich bin bereit für den Psychoterror. Erstmal wieder der Mutter meines Charakters sagen, dass heute noch Freitag ist. Mal gucken, ob ich die Meinung nochmal ändere. Da ist die Rom. Ah. Also, ja. Dankeschön. Ja, das ist mir egal. Okay, mein erstes Pokémon ist ein Kleinstein. Wollen wir die mal durchkriegen hier, Kristall, ne? Wollen wir dann mal die erste Generation mal probieren mit? Nein, erste Generation auf gar keinen Fall, die spiele ich nicht. Die ist der letzte Rotz mechanisch. Ja, mit diesem Mod. Okay, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich glaube, ich werde einen Kleinstein nehmen müssen, weil Kanimani ist Pichu und das kann mir damit nichts anhaben. Oh Gott. Mein Endivier wäre ein Glumanda. Das heißt, mein Gegner hätte einen Kleinstein. Das heißt, ich wäre tot. Das ist ein Nidoran weiblich, glaube ich. So, es ist 3:25 Uhr. Ein Myrapla. Einen wunderschönen guten Abend. Osoma, möchtest du mitmachen? Oh. Jetzt noch schnell? Hi. Ja, jetzt sind wir noch am Anfang. Doch, könnte er noch mitmachen? Also, ja. Ja, doch, du hast ja auch noch eine ROM fertig für ihn. Da, ja, willst du mitmachen, Osoma? Hi. Hi. Guten Abend, der Herr. Was? Oh, ein Novenza. Wieso dieses Ei? Was? Was ist wegen mir? Ja. Möchtest du mitmachen, Osoma? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal bei was. Randomizer Soul Link zu fördern jetzt. Hast du jetzt gerade angefangen, oder wie? Wir haben jetzt gerade mit einem zweiten Durchlauf angefangen, weil wir eben gerade nur noch einen Pokémon beim Arena-Leiter hatten, weil die überlevelt sind. Also korrekterweise ist es ja der dritte. Ja, der dritte. Einer hat Xie verloren, einer hat Steve verloren. Ich habe noch gar keinen verloren. Ja, ich habe ihn verloren, weil das mit dem Sonderbonbon. Ja, ist ja noch. Ich mache dir noch mal kurz ein Ding für die zweite Runde, weil wir da was für Einstellungen geändert haben. Wie willst du nicht Osoma mit den anderen Einstellungen spielen lassen? Nee, muss nicht sein. Was? Wir haben was an der Fangrate gedreht, damit wir ein bisschen leichter das Spiel dabei haben. Unsere Trios mit dir wären es dann Quartette zusammenzukriegen. Willst du mitmachen? Ich habe dir deine ROM reingeschickt. Weil ich konnte viele Pokémon nicht fangen, weil sie voll entwickelt waren. Willst du noch ein paar mehr Informationen, Osoma? Du wirkst gerade überfordert. Und hier auch nochmal das Regelwerk mit allen. Das sind 13 Regeln, die wir befolgen müssen. Da sind auch noch Levelgrenzen drin. Ich frage mich, ob er so mal geschlafen hat vorhin. So halb. Ich habe gerade bemerkt, Moment. Die Serie, die ich gucke, hat irgendeinen nervigen Sound. Oh Gott, es ist ja schon 23 Uhr. Was soll ich denn davon nehmen? Ich habe also ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was gerade abgeht. Wir spielen das Soul Link. Ja, streamt ihr das Ganze? Ja. Ja, also willkommen in der Öffentlichkeit. Ja, okay, gut. Das war schon mal die erste Sache, die ich mich gefragt habe. Bin ich jetzt gerade im Internet? Ja. Ich weiß, irgendwie muss ich gerade an den Stream denken, wo du schon wieder ein Raupi. Pokespot. So, ich nehme meinen Kleinstein, darf ich das Namensthema festlegen? Oder wollt ihr Nahrung weiter? Das heißt, ich muss auch streamen. Okay, also Pokespot, ich habe wieder zwei Starter, die ich im ersten Runde hatte. Schön für dich. Und Raupi. Einzige, was anders ist, ist halt Lavita. Und wie lange wollt ihr jetzt noch spielen? Bis wahrscheinlich Mitternacht.
Es wäre nur noch eine halbe Stunde. Ja, tatsächlich. Wir kennen uns ja schon aus. Wasser ist gegen Boden effektiv, oder? Ja. Also ist Seper gegen Nidoran gut? Ja, später dann. Ja, wenn ich, okay, jetzt, wenn ich jetzt mitmachen soll, dann müsste ich ja jetzt ganz schnell das alles anwerfen. Und alles gut, du musst auch nicht. Du kannst erst mit dem Commentary dabei sein und beim nächsten Mal dann mitmachen. Also Pokespot, du implizierst ja jetzt, dass diese Runde eventuell nichts werden könnte. Doch, die geht dann ja weiter und nur so spielt dann einfach das bisschen nach. Die also, halbe Stunde, damit kommen wir zum Rivalenkampf. Und wie soll das funktionieren? Der darf ja da bestimmte Pokémon gar nicht erst mitnehmen. Wenn uns irgendwas krepiert. Deswegen ja. Das ist genau das mit der Punkt, wenn das eine Soul-Link ist. Ich glaube, ich habe gerade einen massiven Fehler gemacht. Was hast du denn genommen? Raupi? Lavita. Das heißt, er wird wahrscheinlich Quapsel nehmen. Kommt drauf an, wo lag Lavita? Rechts daneben. Rechts? Wo rechts daneben? Rechts neben. Rechts, wo? Ganz rechts? In der Mitte? Oder? In der Mitte. In der Mitte? Ja, dann wird er das ganz rechts haben. Ja, und das ist Quapsel. Ja, da hast du einen Fehler gemacht. Wieso? Weil jetzt der Gegner Quapsel hat und er ein Gesteins-Pokémon. Mal schauen, wie du dich schlägst. Kann wie wollen wir so nennen? Bleiben wir beim Namensthema? Können wir machen. Kann er nicht einfach nochmal kurz von vorne anfangen? Liebe, meinst du? Es ist die... Ja, Liebe. Dann fangen wir mal kurz von vorne an und nimm den anderen Starter. Ja. Es ist die erste Entscheidung. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ja, ich muss mich leider setzen. Mag die erste sein, aber trotzdem ist sie wichtig. Welchen hast du, Xi? Ja, ich habe jetzt Seper genommen. Und mein Gegner ist dann Nidoran, männlich oder weiblich? Ja. Folgend Stereo. So, ich nehme wieder Rahmen 3. So, gut, das geht jetzt zwar in die Richtung des Hofschweinchens, das Schnitzel genannt wurde, aber was soll's. Jedenfalls hatte ich mich bloß gewundert, warum ihr plötzlich hier alles mit Pokémon rumreicht. Naja, vielleicht weil wir Pokémon spielen. Ja, welche Generation denn überhaupt? Zweite, Kristall, Volt und Steel. Ja, ach schön, das erste Pokémon, das wir im hohen Gras begegnet, ist ein Machomai. fängt wieder gut an. Aber hast du noch keine Bälle, oder? Ja, natürlich nicht. Und ich möchte anmerken, dass mein Bonbon immer noch auf Level 5 ist. Ja, muss jetzt gleich mal hochleveln. Okay, gut. Ich habe übrigens das Namensthema nicht mitgekriegt, ne? Worüber brauchst du dir keine Sorgen machen? Dass ich mich da jetzt sonderlich beeilen müsste. Nee, alles gut. Oh, spätestens bei der ersten Arena ist doch eh alles wieder hinfällig. Und dabei habe ich gesagt, die Generation wäre auch in Ordnung, halt, aber das kam irgendwie nicht durch. Die zweite Generation ist sowieso nicht so eine tolle Generation. Ja, die zweite ist... Die hat ihre Eigenheiten, sagen wir es so. Ich weiß nicht, welche Eigenheiten das sein sollen. Schlechte. Nur schlechte. Warum steht im... Achso. Ach, weißt du was? Quaps ist ja gut, das lernt ja wenigstens Hypnose. Also, du hast dich jetzt für Quapsel entschieden. Ja. Schon wieder. Ja, soll ich dir nochmal Raupi nehmen? Willst du das? Nee. Raupi gegen Lavita? Oh ja, das wäre eine interessante Kombo. Das erste, was ich im Gras antreffe, ist direkt eine Dublette. Ah, ein Carpador. Ein Seedracking. Nein, bei mir ein Carpador. Achso. Und Osoma, wie geht's dir? Disorientiert. Was hast du denn vorhin merkt geguckt? Man gar nicht. Strangulierende Dinge.
Stranger Things und magst du Stranger Things? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt die erste Staffel durchgeguckt. Wollte die erste Folge der zweiten Staffel gucken und bin wieder dabei halb eingepennt. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's mir aus zwei Gründen angeguckt. Erstens, was für 1000 Leute immer wieder sagen von wegen, es ist so toll. Und zum anderen, weil jetzt anscheinend bei so einer News gesagt wurde von wegen, ja, die One Piece Serie, die soll genauso viel Budget, ungefähr so viel Budget fressen wie halt Stranger Things. Also dachte ich mir, okay, gut, da guckst du mal, wie viel Budget dann da so reinfließt. Eine Menge. Und ich muss ehrlich sagen, wenn da wirklich viel Budget reinfließt, ist das richtig rausgeschmissenes Geld. Finde ich nicht. Denn, naja, in die erste Staffel noch nicht, aber dann vierte war super intensiv. Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt natürlich nicht zur vierten sagen, aber ich habe die erste Staffel ja, wie gesagt, geguckt und die erste Staffel war die reinste Klischee-Serie. Also, da kann ich eine Folge Supernatural gucken, da ist es dasselbe, bloß dass die da wenigstens Maul aufkriegen. Ah, ein Mondstein. So. Dein erster Gegner ist ein Goldini. Nee, doch noch nicht. Hallo. So, jetzt hallo, Mr. Pokémon. Bist schon bei Mr. Pokémon? Ist ja mal was ganz Neues für Xie, dass er so schnell ist. Was denn? Ich lauf gerade einfach nur durch. Ja, also Stranger Things Staffel 1 und 2 für mich ziehen sich wirklich ein bisschen. Ich habe einige Folgen von Stranger Things gesehen mittlerweile. Wie weit? Ich habe sie bis zum Ende gesehen. Ja. Aber wie weit hast du die Serie gesehen? Oder hast du irgendwelche unzusammenhängende Folgen gesehen? Ein Porygon 2, kommt dir das bekannt vor, Xie? Mhm. Ab einem gewissen Punkt habe ich alle Folgen so ziemlich mitgekriegt, aber ich müsste nachfragen, ab welcher das konkret war. Hi, Pipi. Weißt du wenigstens, welche Staffel? Dritte oder vierte? Wahrscheinlich. Also Zeug, was ich noch nicht kenne. Ich, wie gesagt, ich müsste nachfragen, aber ich meine, das ist später... Ach, hallo, Celebi, Steve, kennst du das noch? Ja. Jetzt wäre besiegt, aber ich konnte nicht fangen, weil ich keine Bälle mehr hatte. Und jemand die Fangchancen auf normal gelassen hat. Ja, wir lernen alle noch dazu. So. Und Leute, machen wir den Rivalenkampf dann wieder zusammen? Ja. Können wir machen. Ich stehe gleich da, stehe dem gleich gegenüber. Und wir passen bitte auf, wenn es diesmal auf Route 31 geht. Notiz an mich selbst. Ja, Idiotie. Halt die Fresse, du hast 4 Encounter versaut. Du hast selber Idiotie. Ich weiß. Aber wenn ich das mache, ist das ein Self-Roast und die sind wieder witzig. Was witzig ist, entscheidet das Ohr, das es hört. Ja. Hörst du mich lachen? Das verarbeitet das Nervensystem und das entscheidet es. Das Ohr entscheidet lediglich, was durchkommt und was nicht. Wie bitte? Fokusbot, hörst du mich lachen? Hält dir eine Pistole an den Kopf? Jetzt ja. Warum denn immer über Gewalt, Pokusbot? Weil das nicht anders kann. So. So, diesmal werde ich meinen Rivalen Steve nennen. Ich stehe dem Rivalen gerade gegenüber. Ich auch. Also es ist gleich vorbei, ich stehe. Ich hoffe nicht. Wir warten noch auf Steve. Ja, ich hänge ein bisschen hinterher. Also mein letzter Rivalenkampf war tatsächlich spannend. Mein Zubat hat mit Blutsauger quasi keinen Schaden gemacht, mein Gegner konnte Synthese. Ich musste meinen Gegner verwirren, damit er sich selber besiegt. In Klammern Zubat gegen Hubbelupf. Hopspross. Ah, Hopspross war es sogar. Ja, yeah, es hat immer Platsche eingesetzt, bis es wenig Lebenspunkte hatte, dann kam Synthese. Der einzige Ausweg war, dass es sich über Verwirrung selber besiegt.
Oder irgendwann Verzweifler. Ja. Was mir schon speziell ist. Verzweifler geht doch schon schnell. Ich meine, Glatscher hat doch nur 40 HP. Ach, Scheibenkleist. Was denn? Ja. In Gen 1 haben die Gegner ja unendlich viel AP, ne? Ja, das ist jetzt noch ein weiteres Ding. Gen 1 kann ich mir nicht antun. Ist ja was nett. Ist das denn hier? Wie soll man denn da ein Level mit voll entwickelten Pokémon hier? Wir leveln ja über Sonderbonbons. Mhm. Aber hey, in Gen 1 kannst du dafür die AI ausnutzen. Ja, du kannst in jedem Pokémon spielen. Naja, aber nicht so krass wie in Gen 1. Ja, weil Gen 1 halt einfach schlimmer als Metroid für den NES ist. Da haben sie wenigstens noch Klebeband genommen. Da hat es einfach nur für Spucke gereicht bei Pokémon. Wurde gesagt, muss schon halten. Uzoma, hast du ihn kürzlich dazu genötigt? Nein. Ja, du magst ja Metroid 1, deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass du ihn dazu genötigt hast, Metroid 1 zu spielen. Nee, da kommt er gar nicht dazu. Also dafür bin ich gar nicht oft genug zu Hause, dass er mich zu irgendwas nötigen kann. Ja, jetzt hab ich auch noch Mach Mai gegen mir. Wie du so schön sagtest, Xi, ich bin doch eh die ganze Zeit bei Wagen. Ich hatte das gerade auch im Kopf, aber wollte es nicht aussprechen. In seine Wohnung ist er aber auch schön, der hat eine Kellerwohnung. Kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Die ist unfassbar schön, super lichtgeflutet mit den großen Fenstern, die er hat. Gut, und halt. Also ich muss dann so zusehen, dass um 0 Uhr dann auch dann der Rechner aus ist. Also schon ein bisschen eher. Wie sieht's bei dir aus? Bist du beim Rivalen? Ich bin gerade bei Mr. Pokémon. Okay. Also ich glaube, ich schaff's noch zum Rivalen, aber den Kampf nicht mehr. Doch, der Kampf geht doch nicht lange. Also bei mir sollte er dieses Mal in moderater Zeit vorbei sein. Ja, bei mir ebenfalls. Okay. Naja. Raupis hat ja nicht so lange brauchen zu besiegen. Absolut nicht, deswegen sage ich ja, das dauert bei dir keine 5 Minuten. Und dann versuchen... Ja, nur der Weg dahin. Da kannst du das ganze Gras vermeiden. Oh, Professor Lind, nerv mich nicht. Wieso muss der Rechner 12 Uhr raus sein? Weil meine Frau früher zur Arbeit muss. Ja gut, aber... Und sie hat mir ja schon die Erlaubnis gegeben, überhaupt noch zu streamen. Der Rechner, halt ist, der Rechner ist im Schlafzimmer. Genau. Und es gibt selbst Menschen, die... Selbst wenn, würde ich das irgendwie so ein bisschen mehr lax sehen. Das muss nicht so auf die Minute... Ja, es gibt Leute, die einen festen Rhythmus oder vielleicht auch einen leichten Schlaf haben. Mensch. Ich möchte mich darüber jetzt nicht aufregen. Oder beschweren oder was auch immer. Okay, machen wir den Kampf jetzt einfach. Du bist da? Ja. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Guckst du eigentlich zu, Sommer? Nein, ich bin noch nicht mal... Ich bin gerade erst an meinen Rechner zurückgekommen. Eigentlich wollte ich 2 andere Dinge machen, jetzt wo ich noch mal am Rechner bin, bevor ich pinnen gehe. Und gesehen habe, dass ihr irgendwie im Core seid. Ich bin übrigens nicht zum Aufnehmen gekommen von Metroid Dread. Das heißt, es gibt erstmal kein Video. Mach doch nichts raus, ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu gucken. Ich bin immer noch bei Part 2. Okay, der Kampf könnte länger dauern bei mir. Es ist ein Pichu, das mich nicht angreifen kann und es benutzt nur Charm. Und ich habe nur Tackle. Ey, ja, es geht doch. Dann geht's doch. Also, ich komme gut voran gerade. So, Rappi ist besiegt. Es ist ein bisschen...
hinauszögern, aber das sollte ja machbar sein. Okay, Lasagne hat Level 7 erreicht und lernt Hypnose. So, mein Burgfisch hat triumphiert. Ich brauche noch eine Sekunde, mein Stein muss noch die Maus erschlagen. Gut, ich speichere. So, gespeichert. Hey, willst du direkt jetzt den Schnitt machen, Steve? Würde ich dann machen, ja. Okay. Ja, ich habe noch kurz geheilt. Gut, und dann sage ich bei meiner Seite tschüss, bis nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und ich hoffe, ich vergesse dann nicht, das Video zu speichern. Aber das werde ich nicht auf YouTube übertragen, oder soll ich es doch machen? Mach doch. Mega. Okay. Aber gut, dann würde ich mir jetzt nächstes abmoderieren. So tue ich dies. Dann noch einen wunderschönen Abend an die Damen und Herren auf Twitch und vielleicht auch auf YouTube, je nachdem, wie das Ganze hier übertragen wird. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das heißt, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ciao. Gut, dann von meiner Seite ebenfalls vielen Dank fürs Zusehen an die Damen und Herren auf Twitch und auf YouTube. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen Abend, wenn es wieder weitergeht mit der The Legend of Zelda Ocarina of Time Zufallsgeneratorrunde mit Jixon und Linky. Ciao und gute Nacht.